So, erstmal mal gucken, wie die Startreihenfolge ist. Wetten, ich darf wieder als erstes auswählen. Nein, ja. Pete hat ja theoretisch die niedrigsten Punkte, weil er noch nicht mitgefahren ist. Okay, wenn man es so nehmen will. Hätte verloren. Bam! Was? Was soll ich jetzt machen? Erstmal warten noch. Es gibt quasi eine Reihenfolge, wer vorne startet und wer hinten, und der mit den wenigsten Punkten startet vorne. Und da du quasi mitten in der Saison, Ravage ist genauso wenig, ne? Stimmt, wenn du mitten in der Saison dazugekommen bist, hast du halt am wenigsten. Jetzt müssen sie es auskämpfen. Das stimmt, wer wo fährt, okay. Ja, gut. Ja, der Reihenfolge, wie man auswählt. Der erste. Hinten sei Dank, oder? Bitte? Ja. So, okay. Da Pete tatsächlich noch nicht mitgefahren ist, ist er natürlich der erste, der auswählt, und zwar die Corvette Z06. Okay. Ja, mal einloggen. Dann muss ich mal eben die Aufnahmen. Soll ich Wagenwellen drücken? Ja. Oder? Ja, Z06. So, ich muss mal eben kurz die Aufnahmen starten. Der nächste ist dann. Ravage. Moment, ich muss mal einloggen. Ach ja, stimmt. Eigentlich hätte Ravage. Ach so, naja, gut, ist ja egal. Ist egal bei den beiden, glaube ich. Ravage, Chevrolet Corvette Z06 und dann Wagenwellen. Moment. Gar nicht drüber nachgedacht, stimmt. Bei denen ist das hier noch. Ja, können sich drum kloppen. Stevie, du startest mal nicht letzter. Ja, oder erster in dem letzter. Falle. Ach, meine Bremse hört auf zu triggern jetzt. Ja. Meine Bremse triggert schon wieder. Ja, dann hast du wahrscheinlich im Spiel eine Deadzone eingestellt. So, wer wird statt dann die ist Corvette? Das egal. Dann geht's weiter mit Stevie. Stevie, wenn du es nicht gemacht hast, dann mach's schnell noch. Dann Tomatensalat. Dann Jonat. Dann der Leruti. No. Dann meine Wenigkeit. Das habe ich jetzt nicht. Wo stand mein Cursor drauf? Moment. Enter ist doch normalerweise Wagenwehenspiel. Warum diesmal nicht? So, dann Kirsche. Und dann musst du das Spiel starten, Dennis. Richtig. Das muss man ja witzigerweise manuell dann machen. Wäre doch zu einfach, das einzubauen, dass er das automatisch erkennt, dass alle das ausgewählt haben. Ja. Naja, macht er ja, wenn du den Timer dann eben nicht auf unendlich oder ganz viele neue. Ja, komischerweise, das macht keinen Sinn, aber es ist halt echt so. Genau deswegen. Das ist total strange. Mann, viele Autos. Ja, ne? Das ist mal echt ungewohnt. Oh. Da ist einer weggerutscht. Was ist denn jetzt los? Auto, Waffen. Okay, ich bin letzter für die ersten Runden. Was los? Glaub nicht. Ich weiß nicht, was die Karre gemacht hat. Ach, und? Was hat das Auto da eben gemacht? Das würde ich echt gerne mal wissen. Habe ich nicht ganz verstanden, okay. Das wird schwierig, zum Glück ist nach unten. Aber so habe ich den Renntagsstart jetzt nicht vorgestellt. Nicht? Nicht? Verstehe ich gar nicht. Das ist ja nicht wahr. Mann, das ist so ärgerlich schon wieder. Das ist doch ein bisschen gemacht. Das würde ich gerne mal wissen. Also, ich bin immer unter Steuerung, habe ich lange nicht mehr. Weil das Ding ist, bei der Rechtskurve so hart untersteuert, dass ich da links außen reingeknallt bin, ein Alternativweg, weil diese Splitabkürzung da ist. Ich hab das Spiel so leise, ich höre das Hupen gar nicht. Verdammt, das ist ja gemein. Ich dachte, ich könnte mich irritieren. Oh, das ist ja dieselbe Hupe von Spiel 3. Nicht damit? Ach! Das ist doch die ganze Zeit nichts passiert. Boah. Warum jetzt? So, Auto. Kriegst du die Kurve diesmal auf einmal überholt, Stevie? Ja, ich weiß. Genau so. Warum bist du da letztes Mal links aus wieder aus Barrikaden gerutscht? Alter, und understand. Ich bin ja mal gespannt, ob ich Damage noch kriege. Aber bisher sieht es leider nicht so aus. Hier der Netcode von Hotbase 2 scheint ganz gut zu sein, dass ich gar keinen Kurz-Fail so. Oh Gott, das war knapp. Mach ich denn da? Hallo?
Also aber wenn der Ping gut ist, dann ist der Netzcode okay, aber... Der ist eigentlich gerade auf dem 8, wenn Stevie und ich das nicht sehen würden, kriegst du dort nicht mitfahren. Auto, please. Dennis immer noch? Oder ist er schon vor euch? Nein, Dritter, Dennis ist nicht auf dem 8. Ich bin gerade auf dem Netz. Ich bin jetzt Dritter. Du hast hingehört. Na. Aber ich glaube, ihr seid für immer weg nach dem... Jörsche, du qualmst ein bisschen. Sorry. Ah, da ist ein Ravage, das ist oder Ravage. Das ist cool. Ach, was baue ich hier für eine Scheiße gerade? Ist das Französisch jetzt, oder was? Le Ravage, oder was? Ja, genau. Warum gibt es im Französischen eigentlich so viel diese Arsch? Und jetzt nicht die Arsch, oder was? Ja, das wirklich. Nee, wir sind gerade auf dem 7. Also, auf dem 7. ist Speed. Jo. Achso. Okay. Da wohin gehört. Ja, ich hab die beiden roten Autos zumindest schon mal wieder auf der Karte gesehen. Hey, oh, das ist schlecht. Dann müssen wir hier wegfahren. Du fährst weg. Jetzt hab ich einen Fehler gemacht. Jetzt fahr nicht schneller. Ja, wir haben beide rote gesehen. Ich weiß. Das ist nicht gut. Oh, nur noch Fehler gerade. Ich auch. Revit schaut mir hier gerade ab wie sonst was. Und wenn ich mich nicht anstrengen will, kriege ich auch noch. Oh, Auto, please. Episch. Eine Sandabkürzung, wie das Ding überhaupt untersteuern, die Hölle. Was war das denn? Ja, ich hab's gesehen. Er hat irgendwie selber gesprungen. Warum? Schön, bist du denn gesprungen? Nach der Sandabkürzung wahrscheinlich raus, so vor der Tanke. Ja, das ist auf jeden Fall okay. Ich kann diese Sandabkürzung eigentlich überhaupt nicht, aber ich fahre die, weil ich außen dann noch langsamer bin. Ja, außen geht gar nicht. Wow. Aber ist das wirklich Sand? Ja, was oder Erde oder was auch immer das für ein Scheiß sein soll. Was war das bitte eben? Jedenfalls hasse ich die Abkürzung eigentlich. Der Sprung hat ja nicht mal ansatzweise Sinn gemacht. Ja, und das hat natürlich die Scheiße. Das hätte nicht plus mit 4 sein können. Was war das denn eben? Ein bisschen umgekippt. Es kommt da wahrscheinlich so ein Jodan angeflogen. Überaus ärgerlich. Das müsst ihr im Video sehen, was war das? Alter. Du musst damit. Der nächste Fehler ist gleich ein Alter 4. Das müsst ihr im Video sehen. Was war das denn, ey? Ich hab heute erst das Video von Highsets angefangen. Das ist ja. Wow, fällt nichts so ein, was das eben war. Also, unglaublich. Ich dachte, wir spielen heute HP 2. Haben wir die Need for Speed 4 Physik-Engine geportet? Beim Editieren der Echse wahrscheinlich. Ja. Stimmt, hat Jonathan da irgendwas gemacht, deswegen ist der auch Erster. Jetzt weiß ich auch, warum da kein Games-Beitrag ist. Wo fuck ich hin? Das erklärt einiges, das ist nämlich gar nicht die HP2-Echse. Die hat Anteile von Need for Speed 4. Ja, das wäre schön, da hätte ich das bessere schon. Deswegen ist die auch größer geworden, jetzt wird alles klar. Der Code von Need for Speed 4, der hier mit drin steckt. Boah, auf dem Gras rutscht man ja sofort weg. Alter, den Jump habe ich mal gar nicht verstanden. Das war ja wirklich Need for Speed 4 zugegeben. What the fuck, ey. Das Rennen ist ja wirklich... Ich weiß nicht, wie der Bühne. So was sagt mir jetzt... Ah ja, jetzt, okay. Ich bin froh, wenn dieses Rennen vorbei ist. Nochmal gehüpft oder was? Jetzt ist er da wieder nach außen gerutscht. Ich verstehe es nicht gerade. Was passiert hier? An der gleichen Stelle. Oder woanders? Ja, die gleiche Stelle wie bei der ersten Runde. Ist er da ausgerutscht, aber wie passiert? Na gut, auf der Kuppe ist er leicht, ne? Vielleicht ist er dann einfach, da fährt er eher geradeaus. Ich verstehe es nicht.
Vielleicht kannst du mir das erklären, dann nach dem Renntag, wenn das Video irgendwann auf YouTube online ist, was da passiert. Ich versteh's nicht. Auf jeden Fall ist das eine Stelle, also wenn ich die Kurve von innen anfahre, dann fliege ich da auch ab, weil da hat man eigentlich immer den Sprung. Deswegen fahre ich die eigentlich relativ weit außen. Also ich verstehe echt nicht, was da passiert. Das ist mir unbegreiflich gerade. Also wenn Pete jetzt nicht noch einen Fehler macht, dann habe ich ein Problem. Ja, langsam habe ich mich eingegangen. Ah, jetzt ist schon vor dir. Ja, ja, leider. Das ist ja echt ein Witz, ey. Das sind ein bisschen zu viele Runden. Ja, das ist ein bisschen zu viel. Die maximale Anzahl möglicher Runden ist ein bisschen zu viel. Nee, es sind noch 9. Theoretisch. Ja, 9 ist nicht echt sehr kompatibel. Also. Maximale von ASAC unterstützt. Ja gut, wenn du so sagst. Ja, mit Sheet Engine könnte man wahrscheinlich theoretisch noch mehr machen. Ja, klar. Aber nicht mit ASAC. Das würde ich nicht. Dann müsstest du mich auf die Tabelle vergrößern. Mit Sheet Engine könnte man wahrscheinlich, je nachdem wie groß der Datentyp ist. Ja, Integer. 65.000 Runden halb City 1 und im HSV. Du könntest auch ein Double machen, dann hast du ein paar Milliarden. Na, viel Spaß dabei, wenn du die Rundzeit muss schon ein Double her, ne? In 64 reicht das schon. Da brauchen wir doch kein Double. Wir brauchen doch keine Komma-Stellen. Ja, Komma brauchen wir nicht. Ja, gut. Das ist auch noch. Also, Longlock. Anzeigenlong. Ja. Das sind dann. Ach, das sind wie viele Nullen. Zu viele. Na ja, gut, es kann ja sein, dass nach da, dass die letzte Runde nur halb gefahren wird oder so. Okay, Kirsch, ich war eben gerade auch sehr komisch gesprungen. Dann habt ihr da nicht die sicheren Linien. Man kann das übrigens ganz gut schätzen. Dann zeichne sie mal auf. Ja, mach ich doch gerade. Bleib mal stehen, wir kommen alle vorbei, du zeigst uns das, ja? Nö, ich zeig das ja auch dann später auf YouTube. Also, nee, jetzt. Wir wollen das genau jetzt wissen. Das ist echt die Krise. Wir haben eine Krise, dieses Rennen hier. Und jetzt bin ich auf dem Fehler an dem Punkt angelangt, wo ich niemanden mehr auf der Karte sehe. Das ist schon lange keiner mehr. Weil ich habe auch gemeint, so cool, nur Fails zu machen. Also das Rennen hat so viele Fails drin, das ist unglaublich. Na gut, Steve, du musst aber auch bedenken, dass halt deine Hauptkonkurrenten in letzter Zeit kaum mitfahren, außer ich. Ich glaube, dass die niederfahren werden. Ja doch, irgendwann. Also ich denke mir, dass Deepstone und Lord schon noch wieder fahren werden. Lord, bei dem immer mehr die Spiele Probleme verursachen? Ich bin mir da leider nicht so sicher. Dann immer mehr Probleme, sie funktionieren nicht. Ja, so gar nicht. Mehr Probleme können sie nicht machen. Doch, demnächst will sie starten und dann sagt der PC Tschüss. Das wär noch schlimmer. Ganzer PC kaputt. Einfach nee, aber ich vielleicht nur darauf hinaus, dass das halt auch damit zusammenhängt, dass in letzter Zeit immer auf dem letzten oder vorletzten Land. Du weißt aber auch, dass HP2 mit eines meiner schwächsten Games ist. Ja, natürlich. Aber auch da ist es immer auf dem letzten. Noch wenn auch das nicht schon da, sagt, nee. Ich seh Pete wieder. Weißt du, dann ist das, das sagt bei ihm auch schon, nee, ich will nicht mehr. Ja, Tomate ist hinter dir. Wollte gerade sagen, ich hab doch gesagt, ich sehe dich, also. Ja, ich hab gedacht, das ist die Alter, ja, wann ist denn hier eine Invisible Wall? Das gibt's ja wohl nicht. Ja. Invisible Wall? Direkt nach Start und Ziel, auf der linken Seite, einfach stehen geblieben. Okay, bei dir passieren also auch. Hab ich aber noch nie gehabt, dann, also wüsste ich jetzt zumindest nicht. Seid ihr also auch nicht unverschont, okay? Also sowas habe ich jetzt noch nicht gehabt, aber das hat das schon mal gehabt. Nee, Peter, aber eigentlich, also da du auf dem 6. bist, kannst du davon ausgehen, dass entweder entweder Stevie oder ich hinter dir sind und wenn sie dann halt noch mitfahren, eventuell noch Nord oder Deepster, aber die fahren ja nicht mit mehr, also kaum. Ja, ihr habt voll verfeilt, dass ihr. Das ist ja irgendwo klar. Aua. Ja. Ich bin zwar jetzt auch nicht mehr gerade nicht merkt. Das ist halt die Frage,
Stärke definiert im Vergleich zu Reich 2, wie es nicht gute Lage 2. Bei Reich 2 verliere ich fast jedes Rennen auf den Abstand. Ich hab keinen Bock, überrundet zu werden. Ja, wirst du auch nicht. Ist ja schon die letzte Runde bei mir. Bleib hinter mir. Bleib doch stehen, Stevie. Wäre ich aber die Bäume extra hart ran. Okay, dann lass ich sie in Ruhe. Da hast du doch schon die Runde verpasst, Dennis. Du hättest doch letzte Runde machen müssen. Stimmt, Bäume. Jetzt gib mal Gas, Corvette, damit ich meine ganze Wut an den Baum auslassen kann. Bam, bitte mit Überschlag, komm mal. Oh, kein Überschlag, selbst dafür ist das Auto ja, nicht gut, fähig. Ja gut, Dennis, du bist dann disqualifiziert, du hast keinen Überschlag gemacht. So. Selbst dafür ist das Auto nicht fähig. Ich kann nur nicht mal einen Überschlag machen, wenn es gegen einen Baum fährt. Das kann das Auto denn überhaupt? Gibt's denn auch Dinge, die das Auto kann? Oh Mann, ey. Das war ja ein Rennen, ey. Ganz schön lang. Wir hatten da den Baum verfehlt. Das hat Piet. Ich hab den nicht verfehlt, ich bin da geschickt ausgewichen vor dem Baum. Ja, gegen Ende hat Piet noch mal richtig gut Vorsprung gehabt, hier gegenüber hier. So, jetzt den Baum hier. Oh, das heißt jetzt erstmal schön auf mich warten, freut euch. Erst recht, weil ich irgendwie den Baum mitnehmen wollte. Ne, den noch nicht, später. Nee, ich weiß. Du sollst den Baum am Ende mitnehmen, nicht irgendwelche auf der Strecke. Ach, echt? Danke für diese Info. Ja, kann man nie wissen. Dem hat auch schon mal den falschen Baum mitgenommen. Ja, ja. In der falschen Runde hat er den mitgenommen. Das war nur zu viel. Ja, dachte schon, letzte Runde war aber vorletzte. Und ich bieg erstmal voll im Wald ab. Das sah so geil bei Jonat aus. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Das durfte ich öfter machen. Dem Rennen bin ich auch mal richtig unzufrieden. Oh, die Route hast du ja auch vorbeigelassen. Ja, es waren ein paar zu viele Fails seitens... Ha! What the... Ha! What the... Was ist los? Das sah mega geil aus, wie du da vorbeigeflogen bist bei mir. Alter Schwede. Ich hab den Überschlag geschafft! Und ich hab noch beim Üben gesagt, Kirsche fährt hier bestimmt 1,34. Er fährt eine 1,34, what the fuck? Aber ich hab den Überschlag dafür. So. Das sollten doch bitte extra Punkte geben. Überschlag gibt extra Bonus, ja. Ich hab mal auch geschafft, also. Deshalb. So. Heute meint die Bremse mich aber auch wieder ein bisschen zu ärgern, irgendwie. So, Server konfigurieren. Da, ich wollte das Spiel ein bisschen leiser machen. Was haben wir denn? Achso, Besen. Na, jetzt fahren wir Poem City Island. Diese. Auf dem falschen Ding, sie so. Diese Tropenstrecken, die kann ich ja richtig schlecht. So, Poem City Island. Ja, dann hast du jetzt drei Runden. Oh, drei das Rennen. Spaß. Das Rennen ist auch heftig. Ja, rutschiges Auto für 5 Runden auf Poem City. Oh. Na, was ab, wenn das HSV-Coupé kommt dagegen? Ist das. Ja, genau, ist das Gegenteil. Ist einfach nur eine Tonne zu schwer. Ja. So, also nochmal überprüfen, Palm City 1, rückwärts gespiegelt habe ich, 5 Runden habe ich und Klasse 2 habe ich. Okay, dann können wir weitermachen. So, Viel Farbauswahl. Wer war jetzt angefangen? Ich glaube Piet, ne? Dann Ravage. Also Piet zuerst. Wo ist die Auto? Irgendwann brauchen wir mal mehr Farbauswahl für den Carrera. Wir haben so viel Farbauswahl. Ja, puh, wollte ich ja machen, habe ich voll vergessen. Aber heute erst gesehen, dass der dran ist, aber ja. Verdammt. Porsche Carrera GT, ne? Übrigens. Okay. Ja, Porsche Carrera Geet GT. Fängt an. Geet fängt an. Dann Ravage. Dann Stevie, genau. Dann Tomatensalat. Dann Jonat. Dann Lerotti. Dann ich und jetzt Kirsche. Und dann Start Race. So.
müsste eigentlich bei 164 km/h den dritten Gang benutzen. Das finde ich total ungünstig und unpassend auf dieser Strecke. Kann man den nicht irgendwie anders übersetzen? Fahr manuell. Genau. Ich fahre ja manuell. Ja, es ändert nicht die Übersetzung. Achso. Dachte gerade, du fährst Automatik, du fährst dich deswegen. Nee, das konnte man ganz gut sehen. Vor Diemen und mir ist so eine richtige Lücke aufgegangen beim Start. Und mir gefällt die Gangübersetzung von der Karre auf dieser Strecke nicht. Das passt nicht zusammen. Oh ja, ich dachte, ich fahre die Abkürzung mal nicht. Und der nächste Lücke passiert, okay? Also heute ist er wohl wieder der Baum drin, ne? Wann ist der mal? Wann ist er das mal nicht? War nice. Wollt ihr denn bitte hier Pete und Ravage? Geht weg! Das braucht noch Zeit, bis ich bin. Ich werde schon meine Fehler machen. So. Ich glaube, die Strecke liegt mir nicht so. Mir auch nicht. Das macht ihr mich nervös. Bei dem Auto brauchst du die Fehler gar nicht selber machen, die Fehler kommen zu dir. Dann mach mal ein paar Kirsche. Ne, die kommen schon noch. Lieber früher als später. Das glaube ich bei Kirsche allerdings eher weniger. Nee, ich, oh nee. Wollte ich sagen, an. Kirsche und jetzt, wo ich vorne Mach bin, kann ich ja schon mal lockerer machen. Das macht es natürlich auch gleich wieder zuverlässiger. Boah, okay, noch ein Fass drin, ey. Langsam sollte ich mal aufhören. Oh. Das war auch sehr spannend, die Ausfahrt hinum. Aber genau das ist ja über so Stellen, wo es schnell schief geht. Nein, nicht so. Es hätte aber schiefer gehen können, komm schon etwas so. Oh je, was bin ich denn heute so schlecht in diesem Spiel? Das ist, Du musst mir nicht nachmachen, so schlecht zu sein. Danke. Warum du beschwerst du dich, dass du hinten alleine fährst? Okay, da habe ich jetzt Glück gehabt und einen Unfall gebaut. Gut, aber auch schnell hier. Boah, komm da rum, Alter. Komm rum. Nein, nicht so weit wegrutschen, danke. Also auf Hilfe 2 habe ich schon definitiv zu lange nicht mehr. Jetzt zeigt, dass ich langsam Stevie krieg hier. Das kommt noch. Leider. Aber nicht so viel Risiko. Spätestens ab Runde 3 erinnert sich Pete wieder, wo es lang geht. Und dann kommt er auch noch wieder ran. Ja. Der Sieg, wo es lang geht, geil. Weiß nicht, ob das noch passieren wird. Ich weiß nicht, was du mit dem dritten Gang meinst, Dennis. Hast du bei der Automatik gemerkt, oder wie? Nein, ich fahre nicht Automatik. Ach, du fährst manuell, achso. Ich fahr schon die ganzen anderen Renntage schon alle manuell HP2. Achso. Wenn ich noch manuell fahren würde, dann würde doch gar nichts mehr funktionieren wahrscheinlich. Ja, ich hab's mal versucht und hab nur verkackt. Dann bist du darauf rumgestiegen, hab ich gar nicht mitbekommen. Da ich schon ganz viele Renntage. Echt? Okay. Warte mal, warum der so weit vorne? Wobei ich glaube, sich darauf zu konzentrieren ist, wenn man mit Lenker fährt, auch einfacher. Ja, es hat denn das geht eine Schaltung für mich, dann ist das ganz schön auch. So wie bei dir, ne? Ja. Damit sind Haaren da drin nehmen nachher voll gut, das ist ekelhaft. Oh, der kommt aber auch nicht rum, wie ich will, ne? Wen sagst du das? Ja, und? Dann fühlt der Junge auch tatsächlich den Schmerz, dass du mit Zweikampf total gang bei dieser Strecke mit dem Auto gestellt bist. Ja, das macht er. Ich hoffe, was Gutes. Ja.
Ah, ich mag die Abkürzung nicht. Die war nämlich immer schlecht dran. Ich bin ja aber auch sehr konservativ gefahren. Ich hab total abgebremst. Ja, ich auch. Also, mehr gebremst nicht, aber zumindest gerollt. Naja, nachdem ich die Ausfahrt vorhin so schlecht genommen habe, war ich gedacht, ich bremse lieber. Bevor es doch schiefer geht. Manchmal noch schiefer. Hm? So wie vorhin, ja. Also, manchmal frage ich mich, ob die Abkürzung mich überhaupt als letztes Mal macht. Gesagt hast, von wegen hier, dass es noch schiefer geht, da war ich genau an derselben Stelle. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin schneller, wenn ich außenrum fahre, als wenn ich die Abkürzung fahre. Ich fahre doch außenrum. Ja, ich nehme die auch nicht. Meinte Dennis. Ich müsste das. Ich weiß, aber ich nehme die auch nicht. Man müsste es, wenn man außerhalb eines Renntages. Ja, außerhalb eines Renntages meine ich ausprobieren. Ja, die Kurven liegen mir schlecht, Dennis, wie du eben gerade gesehen hast. Da bist du voll rangekommen. Ja, irgendwie schon. Aber jetzt schmeiß ich bei der Abkürzung bestimmt gleich wieder rein. Na. Super Plan. Und Kirsche, der ist wahrscheinlich schon zwei Runden weiter. Ja, weiß er uns schon alle, ohne dass wir es gesehen haben, überrundet, klar. Und wo sind seine versprochenen Fehler? Ja, ich bin relativ doof unterwegs. Ja, die warte ich auch noch. Das heißt, ich kann hier bei den kritischen Stellen immer schön langsam machen, ohne dass es irgendwie wirklich wehtut. Und langsam machen, das sieht man auf den Rundenzeiten. Jupp. Was ist denn bei dir eine schnelle Rundenzeit, wenn das langsame sind? Nö, also sonst bei unter einer Minute lang. Was denkst du? Ja, bei Coastal muss ich das nicht machen. Bei Coastal gibt sich so viele Stellen, wo man sich so völlig zerlegen kann. Sag das mal in der Corvette. Ja gut. Ach so, ja gut. Die konnte das sehr gut. Ich weiß nicht, was die Karre für ein Problem hatte auf der Strecke bei mir, aber irgendwas muss der grundlegend falsch gemacht haben. Ich muss mir mein Video mal angucken, vielleicht verstehe ich das dann ja. Meistens kommt. Manchmal kommt ja die Erkenntnis, wenn man das Video anguckt, was man da falsch gemacht hat. Vielleicht so, wenn du sagst, das habe ich falsch. Nee, ist ja so. Also das eigene Video angucken ist gar nicht so blöd. Ja. Vielleicht sehe ich dann meinen Fehler, aber irgendwas muss ich da ja falsch gemacht haben an der einen Rechtskurve. Das kann ja nicht sein. Ja, merkwürdig gewesen. Oh, der fährt sich ganz streng, finde ich. Das ist ja auch irgendwie. Weil. Ist das gesund, das hier längst zu fahren? Kann es ja nicht so beurteilen, aber. Oh, diese Abkürzung, ich mag die ja mal sowas von gar nicht. Ja, nur freut euch die Strecke. Ich hab jetzt schon mal gekriegt. Ja, das. da freue ich mich ja schon mega drauf. Nein, nicht wirklich, aber. So, ja. Da müssen wir wohl durch, schätze ich mal. Und das 7 Runden. 7 auch noch gleich! Ja, wenn ich die Tasche, oh Gott, ey. Das ist ja das Schlimme. Holz hat sich aber auch random.org so. Ach du Gott, so eng die Kurve. Letztes Mal HP2 hat der uns 7 Runden auf dieser Strecke den Ferrari 360 gegönnt. Ja, jetzt müssen wir leiden, ne? Ja, der 360 fährt sich so angenehm hier. Ja, das hat man gesehen. 5 Sekunden schneller als meine Rundenzeit. What the fuck, stimmt mit dir nicht, Alter. Das fand ich mit sehr angenehm. Noch nicht rausgefunden, der hat irgendwelche Cheats an. 5 Sekunden, Bro. 5 Sekunden bessere Rundenzeit an der Kirschiger, als ich weiß. Wo muss man sich mal geben? Ja, beim Rennen. Aber als ich das Video für dich gemacht habe, war ich nochmal 7 Zehntel schneller. Ja. Da gibt noch einen drauf. Da geht noch was. Ja, ey, das ist so krass, ehrlich. Meine Güte. Keine Ahnung, wie er das fährt. Das ist unglaublich. Aber das ist aber auch sein Spiel, ne? Also. Ja. Und ich wusste nicht, was es halt noch andere gibt. Bei mir ist es halt meins. Ich hab mich immer gewundert, warum die das Video Speed 6 genannt haben. Das sind, ja genau. Das ist halt das sechste Nitro-Speed, das es gab, also. Ja, aber ich hatte davor gesagt, ich wusste nicht mal, dass es andere gibt und in dem Zusammenhang, ja. Das hat er, glaube ich, nicht so ganz mitgebracht. Nein, nicht natürlich.
können, das Ding. Zucker, nein, nicht das! Und das auch nicht, komm schon! Wir haben noch gut gerettet. Boah, das Auto ist anstrengend, tatsächlich so. Diese Streckenkombination mit diesem Auto. Oh Gott, und du sollst jetzt mit dem HSV okay, gleich werden. Warum jetzt in der vierten Runde so viele Fails? Kommst du halt bitte nicht. Wer ist denn eigentlich Vierter? Ich. Der Rudi? No. Okay. Aber das ist jetzt der Fünfte, ist. Ich kann es dir sagen, ich sehe den Namen. Ich will mal nach dieser komischen Abkürzung gucken, aber nach dieser Abkürzung ist immer alles durcheinander, wenn ich mal Zweiter angezeigt, mal Dritter angezeigt. Ja, das ist diese eine Abkürzung halt, ja. Das sind alle Abkürzungen bei dem Spiel, dass der das da durcheinander bringt. Vorhin als Kirsche da seinen Überschlag gemacht hat, dann war ich auch schon Erster und das hat er auch irgendwie erst 10 Sekunden später realisiert, dass ich kurz Erster war. Achso, die Anzeige war dann Zweiter gesagt, oder was? Ja. Erst als wir über die Brücke rüber waren, hatte. Ja, gerade bei den Schroten. Hier zum Beispiel, jetzt zeigt er euch wieder falsche Zahl an. Ja, ich bin gerade Vierter, laut Anzeige. Ja, aber jetzt ist wieder normal. Jetzt bin ich wieder Dritter. Ja, ich war eben Dritter, obwohl ich auch Zweiter bin. Dann frag mich, wer war Zweiter? Jetzt bin ich gerade wieder Vierter. Wer ist jetzt Dritter? Ach, jetzt bin ich Erster. Du bist jetzt Zweiter. Stimme aus der Hütte. Ganz gewaltig schieflaufen. Hey, Roti, wo bist du hin? Jo. Meine vierte Runde ist richtig scheiße gelaufen, weil ich hab mich in der Abkürzung gedreht. Ich hab das immer gesehen, du bist weg, Leruti. No. Achso, hat er einen Fehler gebaut. Viele Fehler. Ja, die vierte Runde, du, ne? Machst du meine große Parkplatzrunde etwa nach? Oh Mann, die war aber auch echt übel. Untersteuer halt noch mehr. Willst du ein Fahrzeug, was untersteuert, nimm den Coupé? Na, der kommt gleich. Das kann sich ja nicht entscheiden, was es will. Das tut mal untersteuern und dann auf einmal übersteuert. In der letzten Runde muss ich zum Vorstart bezieht einmal kurz komplett drehen, oder was? Also bei dem Coupé, das weiß ja nicht, was es will. Was mache ich denn jetzt auf einmal? Warum? Die ganze Zeit läuft's gut. Boah, was mach ich denn hier? Wie fahr ich die Kurve bitte? Nein, ach komm schon! Ab der vierten Runde hab ich abgebaut oder was? Oh, ich hab's kommen sehen, dass der Baum mich jetzt macht. Alter, ich nehme mir jetzt aber auch gerade wieder jede Wand mit. Komm, gib Gas, sonst kommt der Unart wieder. Scheiße. Ja, so dich bin ich nicht. Dann musst du schon noch mehr Fehler bauen. Ja, ich hab einen Baum mitgenommen. Reicht trotzdem nicht. Na, ja, hab ich Glück gehabt. Warum? Hör auf zu jammern. Fahr! Sonst komm ich wirklich. Ja, tust du ja auch. Nee, jetzt hast du einen Fehler gebaut, auch nicht so aussieht. Nein. Fahr nur langsam, wie immer, durch die Stelle. Achso. Ich dachte doch, die Stelle Haarnadel überliegt liegt mir gar nicht es kommt in dem Spiel. Wo gibt's denn jene Haarnadel? Naja, diese Kurven da hinten, den schießen alle von Haarnadeln, oder? Oh, jetzt hat Haarnadel, Kurven. Eigentlich alles außer Geraden. Yep. Geraden gehen gut. Genau. Da ist ein Bügel drin. Wenn es aber hoch runter geht, dann wieder, also geradeaus fährt es gerade. Beruhig dich doch mal, Auto, dann ist die 100 wirklich gleich vorne. Ich sag ja, ab der vierten Runde baue ich komplett ab gerade. Holy moly. Ja, aber wahrscheinlich nicht genug, dass ich dich noch kriege. Nee, dass du um dich handelst mich auch gerade nicht. Ich weiß, dass ich jemanden ganz schön nah an mir dran habe. Ja, das bin ich aber leider nicht. Ich weiß, das ist Pete. Alter Schwere, das Auto ist so anstrengend. So, jetzt werden sich mal kurz die Zahlen vor euch nochmal alle ändern. Vierter. Wer war jetzt? Wie Erster. Fünfter. Sechster. Vierter.
Zweiter? Wer weiß, vielleicht ist das HSV-Coupé sogar gleich leicht. Das ist jetzt diese Burg-Coupé. Wäre ich auch nicht überrascht drum. Naja, es ist halt eben anders chaotisch. Ich meine, Gurke ist das hier nicht, so ein bisschen giftig. Ist ein Schiff. Ein Schiff, das von einem Sturm erfasst wurde. Ja, der HSV, nicht der Porsche. Ja, der Porsche, der ist sehr komisch irgendwie. Der kommt mit der Strecke nicht ganz so zurecht, finde ich. Oh Gott, Nein! Ach Mann! Was sind das für Anstrengungen? Ich wollte nicht. Ich durfte wohl nicht als Sechster ins Ziel. Ich sag dir ab. Noch gekriegt. Ab der vierten Runde, ich habe komplett abgebaut, ich habe Fehler und was eingebaut. Man muss echt sagen, dieses Ding da, diese Kurve ist echt. Seit der vierten Runde ist alles bei mir nur noch schief gelaufen. Oh, Mann, diese blöde Abkürzung da, ich muss echt mal. Zelda, das ist. Ich muss echt mal gucken, ob ich da wirklich. Ich hab's aber, ich hab da die Stelle aber eigentlich perfekt gemeistert gehabt, die ganze Zeit. Nur in der letzten Runde dachte ich, guck mal, hallo Wand. Ja. Du hast so ein bisschen das Gefühl, dass ich vielleicht außenrum sogar schneller bin, als wenn ich diese blöde Abkürzung da fahre. Warum auch unbedingt ist echt die ab der vorletzten Runde passieren musste? Ich hab's nicht verstanden. Oh, der hat den Tomate gelassen. Hat für mich keinen Sinn. Das frage ich mich auch, aber bei den Tropenstrecken bin ich sowieso eigentlich fast immer Letzter. Aber die gehen am einfachsten mit Tastatur. Das kann ich so nicht bestätigen. Ich auch nicht. Chito. Die Tropenstrecken kann ich generell am allerschlechtesten. Glückwunsch, du bist Erster. Donald, es ist immer die Frage, relativ zu was? Relativ zu 900 Grad? Oh Gott. Ja, über diese eine Sekunde rum ist halt schlechter als Kirsche, muss man sich ja schon fast freuen, ey. Oh Mann. Ich war die ganze Zeit Sechster, ey, das nervt mich so. So, was sagt Azak dazu? Und ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie ich das überprüfen kann. Ja, letzte Runde ist die, hast du richtig nochmal 6 Sekunden verloren. Ach, auch nichts aufgeschrieben. Ich weiß, das war die Stelle bei der einen Abkürzung, wo ich dachte, ey, ich fahr mal genau auf die Säule zu. Okay. Wheeler, please. Ah, geht, okay. Ich habe mein Profiler wieder davon überzeugt, zu funktionieren. So, wollte wieder nicht, deswegen, weil ich eben Azak nachgeguckt habe, aber das Passwort Eingabe gefällt. Ich habe ja die Gang runterschalten Taste vom Lenkrad auf Tastaturtaste Y gelegt. Und dann kann ich das vorher prüfen, ob es geht. Ah, Y geht rein, wenn ich das Lenkrad-Taste drückte. Und es geht, wir können weitermachen. Kompliziert. Etwas. Ja, aber es funktioniert. Also, was sagt man nix? So, Palm City Island. Kommt man auch auf sowas. Vorwärts und gespiegelt. Aber wenn es nicht geht, muss man sich halt was einfallen lassen, Stevie. 7 Runden. Ja, und HSV. Und der macht übrigens verdammt viel den Diablo, ne? Der kurioserweise ein Klasse-3-Auto ist. Das habe ich immer noch nicht verstanden. Warum ist der HSV-Coupé ein Klasse-3-Auto? Ja gut, was für eine Klasse hätte er denn laut dir sein sollen? Klasse 6. 6, würde ich auch sagen. Also mindestens 4. So, Pete, HSV-Coupé. Ja, okay. Wahrscheinlich sponsert bei HSV. Ich bin ja Ravage. Dafür... Ich bin ja dafür, dass jemand für diese Gurke ein HSV-Skin macht. Unten kann ich Skin in Gelb. Am besten für jedes Fahrzeug, oder was? Bitte? Ja, für alle Fahrzeuge in Kanix Gelb, oder was? Nee, es gibt ja andere Autos, die können was, aber der HSV geht ja nicht um den Fahrer. Und deswegen muss der auch eine Kanix Skin haben, der in Gelb ist. So ist es. Es geht ums Auto, du Stevie. Ah. Date, Moment. Oder, ach, scheiß drauf, ich riskier's. Ich hab im Moment mal überlegt, ob ich nicht noch schnell die Schaltung umwechsle auf Automatik. Aber ich riskier's. Weil ich trau diesem Auto nicht mehr weg, aus irgendwelchen Gründen. Wir standen da eben von euch ein bin. Ja, vorne HSV. Erstmal, vorne ist alles grün, ja? Ja. Also wenn vorne alles grün wird, diesmal, da habe ich nichts gegen. Geh doch da rum! Ja, das ist ein Schiff, das muss man halt hier rum. Oh, sind da schon ein paar abgebogen, ne? Ja, das Schiff wird untersteuert mit denjenigen Fahrern. Ja, unsichtbare Wand, genau. Na, was war er, das ich hier? Okay.
Die ist nein! 4 normalerweise. Weiter geht's. Da untersteuert ein gelber Neruti. Jo. Ach, Neruti da vorne. Jo. Ja, der ist irgendwie erster. Was hat Kirsche getan? Ordentlich lange. Bisschen geparkt. Ja, oh, nicht lange. Natürlich nicht lange. Was findet der, du warst da hinter mir? Wir hatten davor, wir hatten im Start geparkt eigentlich. Und das ist erst vorangekommen. Der Start war komplett laggy. Ach so, deswegen. Oh, was ist das denn, Auto? Please, ich muss dran denken, dass es ein Schiff ist. Ich kann hier nicht so schnell runterfahren im Berg, das geht nicht. Das hält ja nicht durch. Boah. Wo fahr ich lang? Hilfe! Ah! Alter, Schwede, komm doch da rum! Ach ja. Nicht. Nicht ehrlich. Das ist auch geil. Ich werde als Erster angezeigt, aber ich sehe ein Auto vor mir. Ich bin Fünfter. Ich bin Erster mit mindestens 3 Autos vor mir. Jetzt bin ich Fünfter. Die Abkürzung, ich weiß auch nicht, aber mein Fahrzeug dachte sich so. Ach, Jonas, gefällt dir das Haus vom Coupé? Total. Ich sehe es mit gerade einer Abstandsverkleinerung, dass es dir sehr gut gefällt, das Auto. Oh, vorne ist kein Grün mehr, jetzt ist ein Deutschlandflagge vor dir. Müsste man in der richtigen Reihenfolge fahren. Aber interessant, wie viele Leute ein grünes Fahrzeug genommen haben, wirklich. Ja, und vor allem die ganz vorne gestartet sind, ne? Als ob ihr euch abgesprochen habt, ey. Alle grün vorne. Die Rote, was machst du hier schon wieder? Geh weg! Nee. Ja, gut, wenn wir jetzt alle fahr aus dem weg, bitte. Gefahren, ja. Wo will ich hin? Jetzt hallo! Gleich dreh dich richtig! Gestartet, hier, dann würde ich jetzt einfach sagen, weg. Die Gurken, die haben halt grün gewählt, aber... Ich hätte doch lieber gerne meinen Porsche zu packen. Mein Fahrzeug dachte sich so, ey, guck mal die Strecke mal von einer anderen Perspektive an. Ich glaube, die bist ein bisschen besser gefahren. Ja, das verwirrt, ne? Das hätte ich nicht gedacht, das Fahrzeug wollte das gerade. Und das steuert doch nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ja, das tut er. Ab einer Geschwindigkeit von 150 km/h wird das schon langsam kritisch mit der Untersteuerung. Ja, eben gerade ist mir das Heck komplett ausgebrochen. Ja, das ist das. Erst untersteuert der und wenn das Untersteuern abgeschlossen ist, dann kommt der Übersteuer. Ja, der kann einfach, der dachte sich so, beides ist doch viel cooler. Und nachdem er dann übersteuert hat, dann fängt das Untersteuern wieder an. Die Hersteller haben sich einfach gedacht, wenn er entweder übersteuert oder untersteuert, dann fährt er im Durchschnitt von normal, also passt das schon. Genau, das ist der Grund, genau. Vielleicht ist es deswegen auch nur ein Coupé. Was mach ich denn hier? Hallo. Danke. Tag, Kirsche. Marvin. Du hast passend rot gewählt, ja? Ja. Oh, Standardfarbe. Oh, der untersteuert. Hui! Ich muss vor jeder Kurve bremsen, wie so ein Gestörter hier, nur damit er da irgendwie rumkommt. Ja. Nicht die Wand be- Och, nö. Oh, okay, danke. So kann man das auch fahren, oder, Tomete? Ich hab eine Volldrehung gemacht. Oh, untersteuert. Leruti ist haut ab, mein Mann. Aber ich hab's geschafft, in diese scheiß Abkürzung reinzukommen. Und wenn's danach geht, das war eine anderthalb Drehung, also ich stand dann trotzdem quer. Okay. Ja, ist schlecht, ja. Aber ich finde das echt spannend, dieses Auto. Das würfelt das Feld immer komplett durcheinander. Jetzt ist Leruti erster, nicht Kirsch. Alter, warum denn immer bei dieser Abkürzung? Warte, ich bleib kurz stehen. So, jetzt seid ihr weg, jetzt darf ich fahren. Danke. Ja, ich komme gleich wieder gegen eine unsichtbare Wand wahrscheinlich. Ich bin wieder an derselben Stelle. Du kannst lachen, ich hab gerade nicht kurz gebremst mit Absicht. Ja, damit hast du aber wirklich Pech mit den unsichtbaren Wänden, Leute. Irgendwie. Damit verschont mich das Spiel komisch, aber das haltest du mal aus. Weil bei der einen Abkürzung muss ich mich immer irgendwie halbwegs. Ich weiß nicht wieso, aber. War bestimmt ein Fehler, aber ich bin in die Abkürzung langsam. Ja, es war ein Fehler tatsächlich. Ja, ich glaube, ich bin näher gekommen. Wer ist ein Fünfter eigentlich? Also, ich bin Fünfter. Ich bin der Erste, genau. Gut, ich muss diese Scheiße. Ich meine wirklich Fünfter, nicht angezeigt. Er ist für mich Erster. Oh, es war ein Versuch. Geh von der Wand doch! Obwohl ich werde nicht. Nur weil du dich mal. Okay, fahren wir den Teil halt nicht. Ist auch scheißegal. Ich weiß auch nicht, warum ihr alle diese Abkürzung fahren müsst. Die ist so ein Scheiß. Ja, ich hab's gerade rausgekriegt, warum sie fahren muss, weil sie ist tatsächlich schneller. Selbst wenn man sie scheiße fährt.
Jetzt habe ich den Kehr schon nicht. Also wenn du sie scheiße fährst im Sinne von Crash, dann ist sie wahrscheinlich schlechter. Aber wenn du sie vorsichtig fährst, ist sie immer noch schneller. Nee, sie ist selbst wenn ich sie scheiße fahre, schneller. Das habe ich nämlich gerade mal ausprobiert. Und ja, wie man sieht, bist du jetzt vorne. Also selbst wenn man sie scheiße fährt, ist sie immer noch schneller als außen zu fahren. Ja, wie oft möchtest du das Wort scheiße noch sagen? Das kann man, selber den HSV fährt, kann man das nicht oft sagen. Was meinst du, wofür das S steht in HSV? Super. Oh, scheiße. Könntest du da nicht einfach ein F stehen, würde sagen, heute scheiß Fahrzeug. Also Hamburg. Heftiges Scheiß-Vehikel oder irgendwie sowas. Das Ding braucht wirklich ein HSV-Skin. Power Shit Vehicle. Das braucht ein HSV-Skin, meinst du, wenn wir einen HSV-Skin haben, dann werden wir den in Zukunft alle in Blau fahren. Ich glaube, ich muss mal ein Classic NFS-Discord fragen, ob mir einer ein HSV-Skin für dieses Auto macht. Dann Discord zu. Ja. Ein Classic NFS-Discord, die modden das Spiel, ja? Muss ich mal fragen, ob mir einer ein HSV-Skin für dieses Auto macht. Was macht das denn für mich? Da muss man was. Weiß natürlich nicht, wie gut die englischen Leute da den HSV kennen, aber sollte ja eigentlich auch im englischen Raum sehr bekannter Verein sein. Wollte gerade sagen, es gibt ja Champions League und was weiß ich nicht da. Jo. Alles. Also sollen sie mal ran, ne? Und HSV-Skin machen. Also ich kenne mich ja wenig Fußball aus und kenne den also. Dann kann man auch wirklich da offiziell sagen, der ist vom Hamburger Sportverein der Wagen. Der braucht nur noch die hier entsprechende Lackierung und dann ist das der Fall. Dann kann da keiner mehr was gegen sagen. Ist halt die Frage, ob die verklagt werden, ob die einen verklagen, wenn sie mit so einem Auto in Verbindung gebracht werden. Ja, das ist natürlich riskant, da hast du recht. Ja, ist ja nicht oder so, als wäre, wo das Spiel rausgekommen ist, das bestimmt nicht schon irgendeiner mal gesagt hat. Gesagt ja, aber noch keiner hat den Skin gemacht. Naja, nicht öffentlich dann gezeigt, bestimmt irgendeiner privat bestimmt. Ja, wir meinten das eher auf die Qualität dieses Autos, ne? Wir müssen ja nicht sagen, dass wir das deswegen schlecht meinen. Ja. Weißt du, uns irgendwann will random.org uns dann ärgern und wir haben 3 Strecken langes Fahrzeug dann und das immer 8 Runden. Warum nur 3? Alle. Wir können ja am Abschluss von der Rennsaison immer so ein Special machen, alle Rennen mit dem HSV oder so. Nee. Mit maximaler Rundenzahl und keine Sprintrennen. Ich glaube nicht. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hier, nee, Ruti, kannst du mal warten oder was ist jetzt? Und jedes Mal Palm City Island. Wie ist es so gerade, dass ihr jetzt alle so einen kurzen Platz verloren hattet kurzzeitig? Ich bin jetzt Dritter, oder? Denn mein Gott, dieses Spiel soll mir meinen richtigen Platz anzeigen. Du bist schon längst bist Dritter. Ich bin schon. Ja, eben meint das Spiel sogar, ich wäre Vierter. Ach so, ja. Okay. Ja, ich bin schon längst Ich bin der die ganze Zeit Erster, das Spiel kapiert das wohl nicht. Ich hatte mir einen Moment lang Sorgen gemacht, aber es war wieder doch das Spiel fail hier. Ja. Oh Gott, ja, untersteuer halt rein hier wie sonst was. Genau, Auto. Normalerweise fahre ich ja nicht so gern mit Cockpit-Sicht, weil ich ja gerne das Auto sehe, aber ich glaube, hier ist es wirklich essentiell. Wie fährst du denn Außenansicht? Oh, das könnte ich gar nicht. Naja, kann ich auch nicht mitfahren, furchtbar. Hier ist es echt eine Qual. Mir hat es, als ich damals einen Let's Play von Need for Speed Most Wanted gemacht habe, hat Dennis mir verboten, die Außenperspektive zu lassen. Naja, ein gewünscht mehr, weil ich finde die Ansicht halt einfach nicht schön. Weil ich dachte mir so, warum nicht einfach auch mal versuchen, meine Außenperspektive zu fahren? Und Dennis sagt das so, nö. Wobei, man muss dazu sagen, zum Zugucken ist es wirklich toller. Nee, finde ich gar nicht. Ich finde,
finde das einfach nicht schön, diese Ampel. Erst recht, wenn man überlegt, du kannst dein Fahrzeug auch optisch so verändern. Und was ist das? Siehst du dann davon? Nix. Was halt echt geil wäre, wenn die deine Meter von der Cockpit-Sicht da außen hat sich wären. Ja, aber Dennis sagte so, also war mein ganzes Re-Let's Play nicht in dieser Festung. Doch kurz, weißt du, wie ich gesagt habe, warum ich es nicht machen sollte? Oh. Die fahren wir davon hier, ich komme dieser Karte ja noch weniger klar. Ich bin ja nicht so da drin geübt in der Außenperspektive. Ich dachte, warum nicht einfach mal testen, aber wenn ich gewünscht oder gestattet habe, soll ich machen? Also, es war halt hauptsächlich ein Wunsch natürlich. Aber ja, ich hab mir auch gewünscht, dass Leruti wartet. Der sagt einfach nö. Aber deswegen hat man ein komplettes Gesetz benutzt. Ja, was ich mir wünsche, ist, dass Kirsch den Motorschaden trifft. Nö. In HP 2. Den hatte ich schon in Nice. Ja, das ist ja nur eigenes Verschulden. Wie er gerade sagt. Ja, woher sollte ich denn wissen, dass man platzen konnte? Aber was hast du gedacht, passiert bei 100% Schaden? Aber wie sich das... Dann fährst du schneller. Wie sich das von Kirsch gerade anhört, so... Den hatte schon in... Nein. Er ging wahrscheinlich von Need for Speed 4 aus. Auto völlig kaputt und es fährt noch. Nee, ich bin da eigentlich... Ist da schon eine Weile her. Ich weiß noch ganz genau. Ich bin da eigentlich relativ vorsichtig gefahren. Und dann meintest du, lieber Dino, nämlich auf einmal... Oh, es wird ja nur ganz wenig rum. Da kann man mal voll Nitro gehen. Und dann hab ich halt voll Nitro gegeben. Aber mit voll meintest du halt offenbar weniger als 100%. Naja, frag mal einen Dennis, als ich damals Nice 2 gestreamt hatte, noch, das war die Season hier vor, und Dennis sagte, ey, das gibt übrigens Nitro Boost, ne? Aber dann hast du übrigens los. Ich hab, glaube ich, anderthalb Runden hat mein Fahrzeug gehalten, dann hat aber das Fahrzeug Computer hat es am Anfang auch geschafft bei dem allerersten Rennen, was wir nicht gewertet haben. Und ich auch, glaube ich, irgendwann kaputt zu machen. Ich hatte nur Karosse. Ja, schade, dass die ganzen Rennen mit dem Kart gewertet werden. Ich finde das Kart super. Also ich bin ja sowieso in deinen zwei Abschnitt am schlechtesten, aber das Kart ist... Ja, du brauchst dafür wirklich ein Lenkrad. Das bietet sich an, gerade fürs Kart. Ja, wenn er aber keinen Zwill, was willst du machen? Allgemein ist ein nice. Das ist denn sein Problem. Also, ich habe jetzt nichts gegen Lenkräder an sich. Die Sache ist halt nur die, wenn ich mit Lenkrad anfangen würde zu fahren bei Nice 2, wird sich da nicht viel ändern, weil ich halt mit Lenkrad fahren nicht gewohnt bin. Boah, ich glaube, warum lernt man das? Ich glaube, das würde sich relativ schnell ändern. Ja. Weil Nice profitiert sehr von Lenkrad. Ich sag mal, du kannst ja mal Dennis fragen, wie das war, als ich mit dem Lenkrad anfing. Ich hab auch gesagt, Alter, mag zwar nicht der beste Fahrer sein, aber ich hab mich dran gewöhnt, diese Spiele. Ich krieg, gib mir Need for Speed 4 und hier, sagst du, hier, Controller. Ich steuere mit Controller nicht hin, mit Tastatur erst recht nicht. Bei Need for Speed 4. Gott, ja, gut, Lenkrad, ja, eine Sache. Aber dass ich plötzlich alle Nice 2 Rennen gewinne, wenn ich ein Lenkrad hab, so dazu würde ich auch nicht kommen. Ja, jetzt vielleicht nicht, aber besser halt. Hast du die Probleme nicht so wie mit dem Kart halt mit dem Lenkrad? Dass da dauernd die Reifen platzen. Ja, du würdest dich aber verbessern. Das ist halt das Ding. Weil du kannst es dir ja mal überlegen. Ja, man kann es ja mal probieren. Das ist halt ein zusätzliches Handicap, das nicht sein muss. Man kann sich jetzt. Oh, Fahrzeug, warum? Zumindest ist technisch nicht rein. Das hat jetzt echt keinen Sinn ergeben. Ich berühre die Wand und das Fahrzeug dachte sich, ach guck mal hier, hallo Leitplatte, guck sie mal genauer an, ich dreh mich dabei. Wobei gut, die Rennen, die ohne Schaden sind, die laufen bei mir ja gar nicht so extrem schlecht bei Nice 2. Deswegen, da hilft dir das Lenkrad halt auch. Ja, weil bei Tastatur es gut eben auch den erhöhten Reifenverschleiß hast und dann hilft dir das natürlich. Weil als Tastaturfahrer natürlich auch schon mal, wenn der Schaden auslöst. Ich würde mal was sagen, wir haben immer noch zwei Runden fast. Ah, erinnere mich doch nicht an unbedingt. Kannst du nicht mal was Positives bitte mal sagen? Wir haben schon fünf Runden gefahren. Ja. Kommt das so positiv? Ich bin auch mal wieder, weißt du, in der recht weiten Runde und ich brauche wieder Fehler. Ich fände es ja alles halb so schlimm, wenn das eine andere Strecke wäre, aber diese Strecke, diese Abkürzung und dann mit diesem Auto, das kombiniert sich überhaupt nicht gut. Ja, Stevie, zu dem Thema was Positives, wir werden danach nicht nochmal diese Strecke fahren. Naja, auch heute nicht mehr dieses Auto.
Aber wir haben aber noch der TS50. Ja, wollte ich gerade sagen, wir haben noch ach, der wir kommt auch nochmal. Er hat's beniest. Aber nach dem Rennen werde ich die Tradition wahren und den Berg wahrscheinlich streuen gehen. Och, warum gehst du denn nicht immer vorher schon? Hat er doch gesagt, Tradition wahren. Ja. Außerdem war ich ja vorher, so ist es ja nicht. Aber ich trinke ja auch nebenbei. Ein bisschen Zeit vergangen schon, ne? Aber das TS50 hätte sich trotzdem angenehmer als diese Kiste hier. Ich halte das ja nicht aus, mich hier so anzustrecken die ganze Zeit mit dem HSV-Coupé und dann nicht nebenbei ab und zu trinken. Naja, so während des Rennens das Lenkrad loslassen geht ja mal gar nicht. Deswegen hat er ja keine Tastatur. Das Eingabedevice, welches auch immer. Ja, die Tastatur würde ich auch nicht loslassen beim Fahren. Warum nicht? Brauchst du nur eine Hand? Schalten ist zweiter. Wenn ich mir gerade eine gerade Strecke komme. Oder eine gerade Stelle kommt. Ja gut, dann kannst du es riskieren, ja. Aber die gerade sind ja warum? So kurz im HP2, da kann das schaffen, da schaffst du höchstens das Glas zum Mund zu bewegen, aber dann ist schon wieder die Kurve da. Wieso? Ja gut, zur Not kann ich ja die Handbremse wird sich sowieso selten sehen. Den Rest kriegt man ja auch mit einer Hand hin, im Zweifelsfall. Na, fahren geht, mehr schalten muss er nicht. Ja, deswegen schaltet er nicht, weil er was trinken will. Was ist da denn los? Kehrst du immer noch Zweiter? Ja, hier, Leruki, sagt dir das Wort Multi-21 was? Ja. Sagt irgendjemand anders das was? Nee. Echt nicht? Was? Das war der Code damals bei Red Bull, wo Vettel von Ricardo vorbeigelassen werden wollte. Sprich, lass mich mal vorbei. Okay, so natürlich nicht. Der ist ein bisschen ein Demon von hinten. Ja, aber du wirst wieder abfahren, weil ich. Na, ja, so wirklich abhauen kann man das nicht? Nee, irgendwie gerade nicht. Das wird alles immer so ein bisschen, zieht sich auseinander. Das müsste irgendwie was Schwerwiegenderes bei dir gewesen sein, weil ich habe auch Scheiße gefahren. Ja, vor eine Wand gefahren, aber mein Fehler. Ich mag diese Strecke wegen dieser Abkürzung nicht. Das Blöde ist, ich muss dich fahren, weil außen tatsächlich langsamer ist. Also bei dir kann man nicht mehr sagen, dass außen langsam ist. Ich versag bei der Abkürzung oder so dermaßen. Deswegen fährst du zumindest, ne? Genau. Es ist ja nur die Einfahrt bei der Abkürzung. Da musst du halt dann einfach Zeit verlieren, vorsichtig sein. Weil du dir trotzdem noch weniger Trenner außen lang fährst. Ja, ich verliere das. Darfst halt bloß nicht crashen, da musst halt vorsichtig sein. Ich verliere da viel zu viel. Fahrzeug, was machst du da? Das ist echt nicht mein Fall, diese Abkürzung, die mag ich gar nicht. Diese erste gleich nach dem Start, die ist eigentlich auch nicht so meine, das ist hier die Sache, aber. Beziehungsweise eigentlich, die ist zwar meine, aber ich krieg die relativ oft nicht. Das Problem ist halt, ich muss sie fahren, weil außen ist langsamer leider. Bleibt nichts anderes übrig, da muss ich sie fahren. Ah, die am Start ist ja noch kritischer, wenn du die verpasst, dann hast du, keine Ahnung, 10 Sekunden verloren oder sowas. Das ist ja nicht mit dieser Scenic Drive Abkürzung, dass ich die scheiße finde, aber trotzdem fahr. Scenic Drive, meinst du? Scenic Drive. Scenic. Ja, ich lese es ja nur, ich höre das ja selten. Ja, das spricht ja auch nur einer, oder? Ja, aber da hast du trotzdem ein Tee reingehauen. Genau, das kommt da nicht vor. Du hast ja Centic gesagt. Hab ich Centic gesagt? Ja, deswegen. So, nee. Also Centic hätte ich jetzt gesagt, aber... Wenn es Centic heißt, ist es auch okay. Ich habe immer Centic mal versagt. Ja, das geht immer. Und durch das Tier war es halt amüsant. Werden ja wohl alle wissen, was ich damit meine. Oder mit K, Scenic Drive. Naja. Wie war das? Kann jetzt gleich? Wir sagen jetzt alles Deutsch, denn ist das, haben wir jetzt Pete und Ravage und Steffi. Ja. Oh, was war das erste? Pete. Achso, Pete. Tiamsberg. Ich hab den nicht Trompete verstanden. Trompete. So, Trompete heißt dann Tomit. Ich kann das mit Englisch aussprechen, ja. Ben schon.
Dann heißt das Auto ja Coupe. Und wir fahren Need for Speed. Wie ist Kirsche dann? Wie ist Kirsche dann auf Englisch? Körske oder was? Oder was kommt dabei raus? Okay, das E darfst nicht mitsprechen. Körske. Okay. Oh, ich bin jetzt schon zum dritten Mal geparkt, das gibt's nicht. Ja, dann kann ich jetzt ja in der letzten Runde... Weg, oder weg, man halt nein, weg! Versetzen. Bedürfnis nach Geschwindigkeit oder so. Ja. Ja, aber mit diesem Auto, irgendwie haben wir was verkackt bei dem Spiel. Ja, man, doch, man hat das Bedürfnis nach Geschwindigkeit. Ist das Bedürfnis doch viel größer, weil bei den anderen ist das Bedürfnis ja gestiegen. Ja, stimmt auch wieder. Jetzt macht das alles Sinn, ja klar. Und die haben schon bei Need for Speed 1 geplant, Mensch, irgendwann bringen wir mal jetzt raus, wo der HSV-Coupé drin vorkommt. Das ist gemein. Um die Leute erstmal auszubremsen, weißt du? Ja, aber Kirsche wird mich gleich überholen, weil die Abkürzung kommt auf mich zu. Vielleicht nimmst du sie jetzt mal richtig gut, Dennis. Wahrscheinlich haben die dann auch Need for Speed 7 rausgebracht mit dem Werbespruch, jetzt ohne HSV-Coupé. Ja, ich sehe, wie gut ich diese Abkürzung genommen habe. Ey, das Auto nicht. Ja, das crashe ich dir auch noch gegen die Wand. Und der Trailer führt den sechsten Teil. Heute, hier ein neues Spiel. Leute, hier ein neues Spiel. Mit dem HSV-Coupé. Geschwindigkeit? Nein. Das ist schon... schon so ein Phänomen, wenn man schon vorher weiß, wo Kirsche einen überholen wird, weil die Abkürzung kommt. Oh Mann, ey. Hätte den Crash nicht hier bauen können, dann wäre ich in der Abkürzung schon vorbei gewesen. Sie wollten schon immer einen Need for Speed Teil, wo die Geschwindigkeit nicht oben ist? Waren sie Need for Speed 6. Vielleicht gab es den Werbespruch ja in irgendwelchen SM-Studios oder so. Hier, Stevie, konzentriere dich, da kommt Leruti von hinten. Ah, danke! Das sind wir und ich war gegen der Wand, super. Er hat sich so doll konzentriert, einen Unfall zu bauen, er hat's geschafft. Aber da kommt dein Auto wieder rum, Kirschen, meins kam spät. Ja. Das tut dein HSV bezahlt, das ist ja besser als meins. Du musst halt eben aktiv mitfahren. Du musst dich nach links lehnen und nach rechts lehnen, dann verteilst du das Gewicht ein bisschen. Genau das war die Devise. Wenn das Spiel VR können würde, könnte man das einbauen. Das wäre aber wirklich gar nicht mal so scheiße in VR. Ja, wäre geil. Würde ich sofort nutzen. Kann das Ding ja leider nicht. Wie überraschend da. Ach, da gibt's bestimmt eine Mod zu. Nee. Ja, krass, wie unangenehm. Weißt du, ist Federfall der Routi? Nee. Und für sowas eine Mod zu haben, also ich weiß es nicht, aber ich denk mal. In der Tiefe des Internets. Hier ja auch wieder nicht schlecht. Den Quellcode hergeben. Ja, natürlich, dann brauchst du nicht im Fall den Quellcode. Ich kann doch nicht mal die Strecken editieren. Ja, und schnell, Alter. Deine Rundenzeit ist eine Sekunde schneller als meine. Was meine oder was? Oh, nee, als Erutis ist eine Sekunde schneller. Oh, nicht schlecht. Nice. Ich wobei, nicht vielleicht den Baum! Vielleicht kann man ja den TC zu HP 2 machen irgendwie und die ist dann mit VR. Ich dachte mir so, ey, die ganze Zeit haben Tomate und ich so einen schönen Kampf und mein Fahrzeug dachte so in der letzten Runde, ey, da ist ein Baum. Ich möchte mich mal kurz wegdrehen. Warum auch immer. Ja, Most Wanted 2005 kam ja zumindest durch Warp X spielen, dann hast du zumindest das Bildschirm 3D, also wie bei 3D-Filmen. Ist ja auch schon besser als nichts und sieht auch echt cool aus. Das einzige Problem ist da, die Most Wanted Engine so dermaßen scheiße langsam ist, habe ich dann nur noch 20 bis 30 FPS, also ist das leider hast ein Problem. Hast du schon von dem Entwickler, von der Mod-Community gehört, die dieses Spiel gerade versucht, auf Unity umzuschreiben? Auf Unity? Okay. Ja, diese Unity-Engine da, diese kostenlose, da weißt du? Ja, ich kenne die Unity, aber... Versuchen sie gerade da drauf zu verändern. Die erste Testversion gibt es auch schon. Ach, dann hätte es, dann liegt es an den Entwicklern. Also VR geht zumindest mit der Engine. Und wobei dann, ich jetzt gerade gar nicht weiß, was alle so geil an die Unity finden. Ach, Unity ist schon eine gute Engine eigentlich.
kannst das Feed also, nachbilden, ja. Also ich habe da recht gute FPS in der Engine. Ja, wie gesagt, sie sind das gerade am werkeln, aber das hat natürlich immer noch so ihre typischen Anfangskrankheiten, ist ja klar. Aber Dennis, das ist spielerabhängig. Wenn das so, Spiel einfach bescheuert optimiert ist, dann kannst du auch die FPS vergessen. Ja, das beste Beispiel ist ja wohl Rise of the 3 2013. Unreal Engine, was haben die daraus gemacht? Ja. Welches Spiel? Na, Rise of the Triad 2013 ist ein Shooter. Du bist Zweiter. Ich bin schon Shooter, deswegen... Aber wir müssen irgendwie Random Org einstellen, dass diese Kombination nicht mehr vorkommen darf. Da ist Louis Ruti zu gut drin. Ja, wir brauchen mehr Autos. Ich bin ja, aber die machen da gerade schöne neue Autos in dem Classic NFS Discord. Und ja, die sind alle verlockender als das, was schon bei NFS Cars ist. Deswegen bin ich da noch dran und so, ne? Hey Ruti, da hast du schöne Schnapse in der ersten Runde. 3 ja, Minuten 33,33. Muss ich nochmal überprüfen, was mein Asax sagt? Stimmt, hat er wirklich. Oh, warte, ich bin bei dem HSV-Kopie schon mal schlechter gewesen, weil ich habe meine Rundenrekordzeit um 3 Sekunden verbessert. Also es geht sogar noch schlechter zu sein mit dem Auto. So. Jetzt muss ich mein Dings überprüfen. Okay, geht. So. Ja. Ah, echt nicht schlecht, ey. Doch schön konstant. So, Tropical Science auch immer noch Tropen. Dann kommt ja wieder diese Abkürzung auf mich zu. Also, wir kommen von den Tropen nicht weg, oder? Na doch, danach schon. Nee, die Abkürzung ist da nicht. Ach, die ist da nicht? Da musst du außen lang fahren. Ach so, na Gott sei Dank. Diablo VT ist es jetzt. Der ist auf Klasse 2. Ja, der ist angenehm. 25 Minuten jetzt. Sind wir hier gefahren. Ja! Soll ich jetzt zum Metern irgendwas erinnern oder lieber nicht? Nein. Okay. Was haben wir denn den hier? Ja, standardmäßig in lila. Okay. Das ist interessant. Woran willst du mich erinnern? Das sage ich dir nach dem Renntag. Ich nehme den in schwarz, weil bei Need for Speed 1 ist der auch in schwarz. Ein sehr dunkles lila. Welches Auto ist denn dran? Lamborghini Diablo. Ja. Okay. Nee, Pete muss anfangen. Da müssen wir nochmal den Server neu starten. Das war irgendwie was falsch gelaufen hier. Wobei sie ja punktgleich sind. Erstmal rennen ist das nochmal. Ja, gut. Oder sie hätten sich abwechseln können sonst, ja. Weiß ich auch nicht. Auch am Anfang. Oder das Ausbattlen, den Shootout am Anfang. Ja. Darf ich jetzt schon? Oder ich weiß es jetzt nicht. Ich kann es gerade auch nicht sehen. Haben schon zwei, ja, ne? Ja, Pete hat schon. Ravage und Pete. Okay. Okay. Das wusste ich ja nicht. Steht da unten links. Sicher? Mir scheint es nur... Drei Wagen ausgewählt. Vier. Ja, irgendwie fehlt irgendwas doch nicht. Irgendjemand fehlt eigentlich, ja. Nee, irgendwas fehlt da. Ich ja, irgendwas fehlt da noch. Nochmal neu. Machen wir nochmal neu. Oh, so, man. Pete, denn... Jo. Da war irgendwas komplett falsch gelaufen. Ja, Pete ist so, da. Ravage. Der Waage. So, jetzt kommen die anderen. Die wir vorhin noch geklärt haben. Ja? Wo ist der Tomatensalat? Ja, ich war noch gerade beim Farbensuchen hier. Ach so, Musik unterstellen. So, ja. Gut, dass du mich dran erinnert hast. Ja, ich stell dir vor, du würdest wieder falsch in Farbe losfahren. Nein, das geht gar nicht. Sag mir bitte. Das geht gar nicht, ne, dann verliert man das Rennen ja alleine deswegen schon. Kannst du gleich aufgeben eigentlich. Ja, eigentlich schon. Und die Hupe muss auf Funktionstest, ne, die geht. Aber sonst kannst du auch aufgeben. Dein Symbol unten ist übrigens gerade rot. Meinst du? Oh, ja. Meinst du es gelb? Aber es sieht gut aus, also bisher zumindest. Meinst du es auch rot? Das ist alles rot, der steht hier auf der Leitung. Gut, dass ich von diesem Sprung wusste. Boah, nach all den Jahren HP2 sollte man ihn kennen. Jetzt ist er gelb. Okay. Jetzt ist er grün bei mir. Ey, bei mir ist er noch gelb. Rot, gelb. Warum ist denn der Scheiße? Was macht der Papa? Komm da rum, bitte. Komm rum mit dem Heck. Wo fahr ich denn? Das ist schon krass, wie viel besser das Auto fährt, wenn man vorher noch schlimmere Autos gesehen hat.
Da fährt sich das Ding auf einmal, als wäre das ein Auto. Meter ja, ist wir weg. Dürfen nochmal ja. komplett neu. Eventuell, außer er fährt ja, noch. Ja, er fährt noch, ne? Okay. Nur aus Teamspeak raus. Okay. Dann fahren wir so durch, ich fahr danach. Übrigens, mein Symbol ist jetzt grün. Immer noch rot. Ich hab auch grün inzwischen dran dabei, aber jetzt ist grün. Das ist gelb. Ja, vielleicht lädt hier irgendeiner was runter. Gut, aber es ruckelt nicht so gesehen. Passt alles. Nee, gar nicht. Könnte ja vielleicht zur Mitte sein, weil weiß. Ja, oder wie gesagt, mein Vater lädt irgendwas runter oder so, kann ja auch sein. Das müsste dann wenn du sein, oder? Das ist die Verbindung zum Server. Und, also sprich, wenn es bei vielen ist, dann ist es die Serveranbindung. Und Mitte denkt sich so, verdammt, kann ich mit denen reden? Da eine komische Kurve hier. Bin ich besser mit dem Jonas hier. Wacht er und fährt davon. Ja, aber die ganze Zeit war es eins. Dann komm wieder her. Nee. Das meine ich. Ja, ich komm doch schon, ich komm doch schon. Nee, du bist weg. Okay, das war jetzt totaler Crap, weil ich da untersteuert habe. Nein, nein, nicht im Tunnel drehen! Also ich bin wieder da, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Oh, finde ich aber nett von dir. Ich, warte mal, ich muss das Ding schlecht nehmen. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, was das gerade sollte. Ich habe im Tunnel die komplette Kontrolle verloren. Eh wieder meine richtig schlechten Kurven, also. Nicht dagegen fahren! Gibst du. Alter, du Scheißbremse, hör auf zu triggern und lass mich auf Gas geben. Das Scheißpedal schmeiß ich bald in die Tonne. Ja, das flackert doch nur ein bisschen. Du musst doch bloß eine Deadzone. Also ich meine, ich hoffe, du hast eine Deadzone eingestellt. Dann kann das da flackern, wie es will. Das kommt ja im Spiel nicht an. Ich meine, es wird vom Spiel rausgefiltert. Nein, ich habe keinen eingestellt, weil ich keine Ahnung. Ja gut, aber das sollte, das ist nicht schwer, man sollte das wirklich dringend machen. Ja, sofern die Spiele anbieten, habe ich zwei Tutors ja zum Glück. Genau, habe ich zwei Tutors, das ist total einfach. Das hört sich auch langsam an, als wird das halt immer schlimmer. Kein Problem, muss man nur da einstellen, ist völlig egal. Weil ich habe auch schon, ich spiele ja dieses Eurozeit-Simulator und ich keine Ahnung, wie weit ich die Bremse schon nach vorne geschoben habe, damit nicht plötzlich mitten beim Fahren mit der Tempomat rausdreht. Kirsch, was hast du hier für eine Speed-Trophäe gehabt, Alter? Eine gewaltige. Ja, ich hab schon gesehen, auf einmal zack, und sogar Dennis überholt, ey. Ja, warum? Was ist das denn für ein Drehzahlzeug? Ich mag einfach scheiße. Das ist leider ein bisschen gedriftet, aber halt. Ja, Kirsch hat wieder seine Pace hier. Ja, das ist einfach ein fahrbares Auto. Die ganze Zeit läuft es. Naja, das ist das Kackhaben. Nö, Lamborghini ist okay. Ach, ja, der muss. Der muss ja was erklärt. Der untersteuert sich. Ja, ein bisschen, aber ich meine, wir sind mit HSV gefahren. Ja, da vergessen dazu ist das natürlich ein Sonnenschein hier. Ja. Das ist wohl wahr. Ich sag mal so, ich wäre jederzeit bereit, mein Fahrrad gegen dieses Auto zu tauschen. wundert mich nicht. Obwohl, ich mag mein Fahrrad, also muss ich nicht. Aber komm, selbst den HSV-Coupé würdest du dafür nehmen, weil dann kannst du den HSV-Coupé verkaufen nein, und wirst dafür wahrscheinlich. Den HSV würde ich nicht nehmen. Aus aber Prinzip. Wenn du ihn verkaufst. Das ist dein Lieblingsfahrzeug. Nope. Pete, du warst gar nicht so schlecht in dem Rennen. Nee. Danke. Ich hatte nicht so viele Crashes, ja. Oh, Ravis war aber auch gar nicht weit weg. Ja, okay, ich bin ja noch weit entfernt von euch. Hä? Ich dachte, Pete wäre aus dem. Ich meine, Pete wäre aus dem. Oh nein, jetzt ist zum Mete weg. Oh nee. Ah, dann war der aus dem Dings hier rausgeflogen oder was? Aus dem aber Team er ist doch noch durchgefahren. Hat den Server ja, was ja, damit. Ja, da muss ich mal. Ist doch früh rausgegangen. War der übers Ziel oder war der nicht übers Ziel? Ja, war das Ziel. Aber er wird nicht mehr geführt. Mete nicht raustappen während des Rennens noch. Ah, wird aber noch angezeigt. Im ASAC steht da drin.
Du ja, dann, bremst, dann, ich hab das, da, ich dann mach, nicht. Dann mach Screenshots davon, bitte. Bitte, please. Dann muss ich hier kurz rausgehen. Wenn ich einen Screenshot mache, dann wird, glaube ich, nur der Hauptbildschirm aufgenommen. Oder nimmst du auf? Wenn du ja, aufnimmst. Aber ich nehme auch nur den Hauptbildschirm auf. Da ist auch, ja, im Hauptbildschirm ist zum Ethan nicht drin. Aber in meinem ASIC auf dem Zweitbildschirm, gut, dann gehe ich aus dem Server kurz runter, mache Screenshots und komme dann wieder drauf. Ich dachte, das wäre nur bei Dingens hier ein Problem, bei Nice. Ach so, Asak zeigt das ja auch hier an. Hier fliegst du immer ja, runter, außer Asak, du kannst ja. Es minimieren. Ach so, ja gut, wenn Asak das anzeigt, dann ist ja okay. Okay, gut. Dann kannst du eigentlich schon wiederkommen, wenn Asak das eh anzeigt. Tomate ist wieder drin. Ja, also ich habe jetzt einen Screenshot von dem Asak gemacht und da kann man Tomate sehen. Ja gut, doppelte Sicherheit. Auf meinem Video ist jetzt auch drauf. So, das war mir jetzt gerade... Okay. Dort beim Ergebnis hier ist Stevie Zweiter. Nee. So, Scenic Drive. Nee, Scenic Drive, oder wie war das gerade? Genau. Rückwärts gespiegelt. Scenic Drive mit dem Porsk. Ja. Ja, der Porsk fährt sich gut. Ja. Aber warum bin ich eben vom TS runtergeflogen? Kann nur timed out. Der Message. Eben ja auch vom Spiel, wie es aussieht. Nee, da hat er ja minimiert, um wieder TS zu joinen. Ach so, ja gut. Darum sagte ich ja nicht während des Rennens oder erst wenn alles fertig ist. Was war denn da passiert? Porsche 911 also, Turbo, also, Pete. Also EA muss lila mögen, der will auch, wird auch wieder ein lila angeboten. Nee, Tomate, du warst zu früh. Nochmal ein Neuladen. Ich wollte eigentlich nur die Farbe wählen und hab dann gedoppelklickt. Sorry. Alle. So, welchen Farbe macht denn mal mein Porsche jetzt? Ja, alle. Ich hab auf den gibt. Ja, könntest du jetzt mal so ein leckendes Menü, danke. Warum gibt's hier kein vernünftiges Blau für den Porsche? Ja, die Startfarbe ist blau, es Komete? Ist kein lila. Ja. Na, das finde ich aber so ein. Na, es geht aber leicht. Erst klickt er zu früh und dann klickt er gar nicht. Geht aber schon leicht. Ja, genau da finde ich. Oh, jetzt bin ich dran, da dann nehme ich jetzt Weiß. Man muss ja den Dreck auch sehen, wenn ich an meinem Auto ranmache. Achso, Muss ja wieder starten. Startratze. Ich sehe. Hör doch auf! Der Trigger wird aber. Ich sag dir, der Trigger wird immer schlimmer. Ja, dann geh kurz aus dem Server raus und stell's ein. Wie? Hast du schon. Ja, dann. Also, wie du willst. Man kann drüber jammern, man kann es fixen, kann jeder für sich selber entscheiden. Ja, wie weit willst du es denn fixen? Ich sehe, da teilst du es manchmal über die Hälfte. Ja, ganz einfach. Ja, über die Hälfte. Das ist kein Scherz. Also, schau dir das Video an, viel Spaß. Ja, aber kann ich machen. Habe ich bisher noch nicht gesehen. Und zwar genau am besten an dieser Stelle, wo ich es noch gesagt habe. Und siehst es kurzzeitig. Mach dir da! Schön, Wumms. Das war Kirsche, der hat die Abkürzung genommen. Ich bin voll vor den Baum gefahren. Das ist natürlich aber Sennig sehr ungeschickt ist. Nicht so die längste Strecke. Ja, da habe ich ja schon meine Erfahrung hinter mir. War doch der Crash mit einem Klasse 5 Auto gewesen bei mir. Wir alle nicht in den Dschungel wollen. Nee, ich möchte lieber die geteerte Straße hier fahren, du. Wow, Pete, was ist denn mit dem jetzt los hier? Der geht ja gerade in den Porsche. Weiß ich gerade auch nicht. Der mag den Porsche. Ja. Das ist so ein Turbo. Achso, das Auto muss bei dir einen Turbo haben. Ja, aber der ist jetzt, wenn ich wieder außen fahren. Wie schaffe ich das denn immer? Ich bin immer wegen dem Spiegel verwirrt, ey. Und Pete fährt hinterher. Oh. Nein, wirklich. Oh Gott. Pete hat gedacht, du machst das richtig, Jonas. Ich komm immer gespiegelt durcheinander. Jetzt bin ich wieder bei meinem Platz. Und Jonas ist schuld. Jonas hat Pete das Rennen verbaut. Nicht hinterherfahren müssen. Das bei Call of auch nicht schlecht. Ja, kannst mal sehen. Er ging davon aus, Jonas, was macht. Bleib hier, Auto. Das war eine ganz minimale Prüfung. Da brauchst du nicht gleich ausführen. Aber bei Jonas ist die Wahrscheinlichkeit, dass es richtig macht, ja auch nicht so gering. Eigentlich. Das hat er absichtlich gemacht. Ja, ich bin gerne Fünfter. Ja. Alter, wo will ich denn hin? Also ich lenke ein und das Fahrzeug sagt... Victor!
Ich würde die komplette Strecke nehmen, war cool. Kannst du die Sachen bauen? Das sowieso. Ha! Ich muss ja sagen, der Nice 2 Porsche ist schneller, ne? Der ist ja auch nice. Wir haben das Spiel nur nach dem Porsche benannt. Gut, dass du das geklärt hast. Weil der da so nice ist. Oh Gott. Ach Mensch, ich muss immer noch das Replay aufnehmen. Ich bin gerade in Fahrt gekommen. Wo ich mit dem Porsche so abging. Glückwunsch, du bist Zweiter. Wow, ich habe ein Rennen gewonnen. Gegen Kirsche. Hat der Ruti auch. Das ist Wahnsinn. Das erlebt man nicht alle Tage. So, was sagt mein Asak dazu? Oh, auch noch keine Zeit aufgestellt gehabt. Och Mann. Wie viele Rennen haben wir kombiniert, haben wir denn in Asak noch nicht gefahren, dass es immer noch so viele Müller drin. Tausende. Es gibt viele, viele Autos. Ja. Und viele, viele Kombinationen. Ja. So, jetzt haben wir Fall Winds. Ich glaube, es gibt sogar Autos, die bin ich hier doch die selber gefahren, freiwillig. Fahren wir, glaube ich, den Ford, ne? Ja, Ford TS50 fahren wir dann jetzt. Ach, Ford totale Scheiße 50. Wer kennt ihn? Totale Scheiße mal 50. Ist auch so ein Schiff wieder. Ja, aber der tut nur untersteuern. Der lässt das Übersteuern weg, wie der HSV-Coupé. Wie eintönig. Und zum Glück nur 3 Runden, nicht wieder 7. So, und zum Glück danach haben wir nochmal 7 Runden. Jetzt nochmal ein Check, voll Wind. Ja, aber das ist halt kurz, weil der Alpine-Track kurz ist. Und ein nettes Auto. Ja. Oh, ich wünschte, ich könnte die Renneinstellung auch mit Cheat Engine machen. Ach Mensch, ich muss dieses Multipointer-System lernen. Das wäre so viel entspannter. So. Oh. Pete, jo. Ich glaube, jetzt nehme ich mal dieses Hellblau hier. Dieses Babyblau, ja, trägt auch das unter Schwarz. Oder was ist das da unter? Eine komische Farbe, sieht auch merkwürdig aus. Hier eigentlich durch diese Höhle? Nee, ne? Was nochmal? Was? Höhle da? Nee, oder? Ich hab's nicht verstanden. Was für eine Höhle? So eine Höhle, sondern so ein Schoss. Ach so, ja, die ist super, nimm die immer. Die ist gut. Okay. Durch die Mine, immer durch, genau. Okay. Ich hab verstanden. Schönes Sightseeing. Das ist die Abkürzung schlechthin, glaub mal. Das ist sehr gut. Steven, mach mal vor. Schlechthin. Warum muss ich das denn vormachen? Weil du mir sagst, dass das ist die schlechthin. Ach, ich fahre dir heute einen Mist zusammen, ey. Ich weiß es nicht, was heute los ist, ey. Nimm du am besten mal die Abkürzung, du hast es verdient. Nee, ich bin heute geistig verwirrt. Ich hab wieder Probleme mit dem Schalten bei der Haarnadel. Awkward ist hier mit der. Ja. Diese Kurven, die kotzen mich aber auch so richtig an. Aber kein Geld. Ja, mich auch. Aber kein Platz. Da, hier die Abkürzung. Stevie, du hast es verpasst. Ich hab's gesehen. Hab ich leider verpasst irgendwie. Bestimmt das letzte Mal vor 50 Jahren. Ich kann das Spiel irgendwie nicht so gut. Du hast ja noch 2 Runden, die Abkürzung zu kriegen. Die Abkürzung kann ich überhaupt nicht ab. Ah, durch die Mine. Die mit dieser Höhle da, die kann ich überhaupt nicht ab. Ja, die ist schwer gut zu nehmen, aber wenn du die trittst, dann rockt die. Ja, du musst die aber auch erstmal treffen, was. Das war Ironie, Tomet. Lass ihm doch den glauben. Nee, die fahr ich nie wieder. Das ist schon seit etlichen Jahren Regel bei mir, dass ich die nicht fahre. Was war denn da jetzt im Weg? Ach komm, diese kleine Mini-Erhebung da hier, wie das aussah, war das. Ach, come on. Das
glaube, ich habe schon mehr als die Hälfte mit meines Lebens mit dem Wissen verbracht, diese Abkürzung nicht zu fahren. Und trotzdem fährst du sie immer wieder? Nee, die fahre ich nie wieder. Ich meine jetzt nicht die, wie die zwei Abkürzungen eigentlich sind und die fährst du immer wieder. Da fahre ich oft aus dem Reflex noch rein, das ist richtig, aber die Höhle, die fahre ich nicht. Ja, verpasst du was. Ups. Boah, also dieses Babyblau sieht aber komisch aus, finde ich. Aber es hat Stil. War im falschen Gang, fuck. Oh ja, und das Steuer halt wieder da so hart rein. Oh, die Rotier hat das auch gerade festgestellt. Wow, was mach ich da? Oh, der kommt aber auch nicht rum, ne? Jetzt bin ich gecrashed und dadurch stand ich genau richtig, dass ich in dieser Extremkurve da anständig fahren kann. Man kann ja auch mal Glück haben. Doch, und ist auch interessant an dir, das Auto zu sehen, wie sich das, wie sich die Aufhängung aber auch schiebt. Ja, das ist schon bitter. Kein Wunder, dass das so untersteuert, das Ding. Kommt, dass Jonathan auf dem 3., 6. Platz ist. Hast du in der ersten Runde nicht mitgekriegt? Geil. Nee. Ja, der bekommt heute nicht wirklich viel Mitte. Er konnte es sich nicht entscheiden, ob er abkürzen würde oder die Umweg nimmt. Und hat sich dann in die Mitte genommen. Da kommst du drum, oder was? Das war ein komisches Auto. Hätte ich nicht viel Muster getan. Jetzt gleich nochmal schöne 7 Runden und dann zum Abschluss nochmal 3 Runden oder was? Keine Ahnung, komm nochmal 7 Runden. Ja, aber es kommt doch mal sehr schnell. Mit dem Diablo einmal 7 und dann auch mit dem Diablo einmal 3. Oha. Ja, heute mal ein langer Hack jetzt weiter, wa? Yep. Etwas. Beim letzten Renntag waren wir noch nicht schon fertig oder so. Oder fast davor, jetzt drin machen. Ja, dann ist es ja gut, dass es heute mal ein bisschen länger ist. Und HP2 macht ja, sind meine Videodateien ja immer ein bisschen. Dies ist die letzte Runde. Das ist auch am schwierigsten zu komprimieren von unseren Beispielen. Ja, ich war definitiv im falschen Gang nach vorne drin, das ist natürlich auch bescheuert. Okay, jetzt habe ich Ravage schon wieder komplett verloren. Ja. Oh, ich untersteuere jedes Mal da rein. Ey, ich muss da früher abbremsen. Ja, also die Bremse ist auch echt scheiße. Oder dem Gewicht nicht angemessen, wie man es dann eben sagen will. Ja. Was hat Dennis gerade für zu den Abkürzungen TS nochmal gesagt? So? Ja, totale Scheiße. Ja. Totale Scheiße hoch 50. Keine Ahnung, was ich da gerade getan habe, aber ich dachte mal, zweimal. Was macht eigentlich die Piet die ganze Zeit hinter mir? Das macht mich irgendwie nervös. Ja, mein Ach, leg doch ein. Ich mach das noch viel nervöser, dass er so dicht hinter mir ist. Ah ne, vor mir. Der ist vor dir. Ja, stimmt, der vor mir. Ja, warte. Nee. Aber ich nehme euch immer an, dass das so ein von mir ist. Der Ruti. Totale Scheiße hoch 50. Ich fällt für mich gerade nicht ganz zu zittern. Ja. Nee, auf dich wohl nicht. Das war schon das wahrscheinlich immer. Mein bestes Rennen heute. Besser wird's auch nicht. Der Peter mir. Welchen Gag ungern. Wie sind die mir gerade richtig erscheinen? Das war sehr hilfreich, mit Kerstin.
Bitte? Oh, das. Diese Gänge, die mir gerade richtig erscheinen. Ja. Oder auch nicht. Wollte nur Hilfe sein. Zeigt man sich eine Runde noch, dann weiß ich, wie es richtig geht, aber es ist schon vorbei. Aber so weit war ich gar nicht, ich bin schon weg. Komm! Okay. Ich habe nur meine Lupe nachgeahmt. Das ist jetzt meine Hupe, die nicht aus einem anderen Need for Speed kopiert wurde. Die erste, bis jetzt. Echt? Die anderen sind alle schon mal da gewesen, oder? Alle irgendwie von Need for Speed 4, ja. Ja, aber die nicht vom Ferrari F50 oder Ferrari 360, die ist ja so hoch, die habe ich noch in keinem anderen Need for Speed so gehört. Du hast gewonnen! Aber volles Feld, das freut mich echt mal. Oh Gott, meine Runde. Nee, was war denn für eine Rundzeit? Ich will jetzt nochmal meine Rundenzeit. 25,66. Mit Kirsche vergleichen. Eine Sekunde. Okay. Na gut, mit Peter habe ich mich gleich gehalten, aber Kirsche ist natürlich wieder völlig davon von der Rundenzeit her. Ja, eine Sekunde ist nicht völlig davon. Na doch, das ist schon eine ganze Menge. Das heißt, 5 Sekunden ist völlig davon. Ja, das ist ja schon nicht mehr zu diskutieren. Ey, ist über den Berg. Wow, wieder keine aufgestellte im ASAC. Interessant. Ich hol die ganze Zeit euch auf, aber das ist normal. Okay. Runterschalten geht immer noch. So. Oh Mann. So, wir bleiben in diesem Gebiet und zwar wechseln wir auf Alpine Trail. Und dann fahren wir das zurück. Wir fahren nicht gespiegelt, Jonas, aber rückwärts. Jetzt ach ja, kommt, das ist ja die Meterabkürzung. Aber jetzt kommt Jonas bestimmt nochmal durch, ne? Weil jetzt hat er sich auf gespiegelt eingestellt. So, rückwärts. So. Das war das 7-Runden-Ding hier. 7 Runden. Mit dem Diablo. Und der Diablo. Wir könnten vorher Wetten aufgeben, wie häufig Tomete die falsche Abkürzung fährt. Alter. War das nicht diese also Strecke, wo er gerne die falsche nimmt? Mhm. Was kommt jetzt der Diablo nochmal? Ja, ja. Zweimal. Diesmal nehme ich den mal in Blau. Aber jetzt nur noch Diablo. Hast immer die gleichen Ideen, die ich dann ist. Mittelmotor-Action hier. Italienische. Echt? Der Mittelmotor? Ja, ja. Direkt hinter deinem Sitz. Sitz da. Deswegen brummt das so. So, dann wollen wir mal. Oh, ist schon wieder rot unten. Alter. Den Start. Ja, also manchmal ist der Start echt irgendwie nicht boah, richtig synchron. Naja, wie Most Wanted, da perfekt am Start hier. Okay, muss man vorne. Das hat aber nicht getan. Ja, sehr gut. Was noch 7 Runden, ich meine 6 Runden Zeit. Dich davon fahren zu sehen, oder? Nein, um den vierten zu schalten. What? So. Weil das ist hier nicht so viele Wiese hier. Ich komme hier gar nicht klar. Ich muss mal ein bisschen weiter nach vorne hier. Kalt hier auf dieser Stelle. Ja, aber uns ist kalt. Alles voller Autos. Ja, das, da kommt man nicht drauf klar. Das ist mir auch zu viel. Können die nicht noch ein bisschen vor uns fallen hier? Einfach nur damit ich was sehe. So sieht das einfach. Ja, damit ich was sehe. Ich sehe hier nichts. Das ist ja. Das ist ja schlimm. Ich bin Sechster. Thank you.
Nein, nicht vor! Dann hätte ich Automatik-Schalter fahren sollen. Das Gute daran, dass man rückwärts fahren, ist, dass ich wesentlich weniger dazu neige, die falsche Abkürzung zu nehmen. Stimmt eigentlich, das machen wir irgendwas verkehrt. Scheiße. Können wir die Kurve nochmal andersrum fahren? Mann, ich komm da nicht vor. Aber was ein bisschen überblöd und Fünfter. Oh, da sind echt dicht beieinander hier bei der Strecke. Alles gerade. Voller Leute. Ja, und ich komme da leider nicht drauf klar. Ich bin immer noch Sechster hier. Oh Gott. Ah, wo bin ich hin? Zum Ziel. Mittelfristig schon, ja. Mittelfristig willst du nicht machen, so schnell wie möglich zum Ziel? Nee, aber kurzfristig nicht. Kurzfristig will ich der Straße folgen, auch wenn die erst noch ein Ziel wegführt. Aber halt es nicht eigentlich langfristig zum Ziel zu kommen? Ja, ich habe überlegt, ob man lang oder ja. Langfristig will ich zum Ende des Renntags. Vielleicht kann man das sagen. Deswegen! Und dann mittelfristig zum Ziel des eigenen Rennens? Ah. Die hat sich mittlerweile eingefahren, kann das sein? Alle. Ich glaube auch, ja. Mein Zahler mit Bitcam geht ja, das ganz gut. Alle? Ja. Wo? Ich bin wieder alleine. Wo seid ihr denn alle? Ich bin Sechster hier. Was ist denn das? Machst du nur auf meinem Platz? Das frage ich mich. Ihr gönnt dir den Platz nicht, wenn wir streitig machen. Holen wir zurück. Wir stehen da noch. Mach ein Mädchen heiß. Oh Gott, ey, was ist denn das? Da komm ich denn jetzt ran? Fahrt ihr alle so gut oder was ist da los? Ja, wir haben uns abgesprochen. Heute fahren wir mal alle schneller als Dino. Genau so war das. Ja, auf jeden Fall. Nur ich war bei dem Gespräch nicht dabei. Du hast keine Zeit bei dem Meeting. Ich renn halt echt hart. Deswegen bin ich halt so weit hinten, weil ich das immer nicht mitbekommen hab. Auf diesem Rennen seid ihr gerade echt mal alle. What the fuck? Hast du das Memo nicht gelesen? Das, ich glaube, das landet bei ihm immer in Spam. Irgendwie ist das echt scheiße, dass Leute und Steve sagt. Ja, genau, ich bin nicht da. Du bist nicht da. Nee, aber irgendwie ist das echt scheiße, dass Leute und da kommt noch nicht war. Dann ist ein besserer Platz als der vorletzte ist kaum noch macht oder wir. Wo bin ich denn hin, wenn ich nicht da bin? Nee, du bist schon noch da und das merkt auch noch ganz deutlich. Das kann nicht sein, du bist vorne. Ja, ich bin vor dir, aber momentan ist da halt noch mein Hauptkonkurrent. Also ich sag's mir so, die anderen beiden Hauptkonkurrenten, die ich hab, die sind nicht da. Ja, das ist die Sache ja auch mal wieder eingetreten. Mehr als Vierter wär's ja nicht. Oh, zumindest ein Sechster. Well, du bist Sechster, ne? Ja. Hat der dir den Platz geklaut? Ja, und dann Ravage komme ich auch nicht mehr rein. Ich hätte nichts dagegen, nicht mal, wenn man irgendwie auf der Karte sehen kann. Ich sehe schon, welche auf der Karte so ist. Lass mich mal alle mal kurz für. Sagen wir mal 10 Sekunden stehen bleiben. Was haltet ihr von der Idee? Prinzipiell wäre das möglich, was alle machen, wäre es okay. Fangen wir doch schon mal an. Was machst du da, Auto? Das habe ich bei meinem Fahrzeug auch gerade gefragt. Mein Fahrzeug wollte sich auch um 180 Grad drehen. Und meine wollte irgendwie nach rechts. Das war eigentlich sogar um 360, wenn ich überlege. Ich verstehe nicht warum, aber er wollte nach rechts. Und das. Ja. Aber wie entspannt das ist. Oh Mann. Wenn man den Diabolo fahren darf nach dem Schon hier nach dem TS. Nach dem Ford. Nach der totalen Scheiße.
Ja, das hat sich jetzt eingebürgert, ey. Irgendwie artet das bei mir eher mehr Stress aus hier. What the fuck? Ich fahr zu gut mit dem Ding. Ich will wieder ein schlechtes Auto fahren. Ja, dann kannst du ja hier die Elise fahren. Hört sich fair. Ja. Elise 8 rum auf der längsten Strecke. Wenn wir den alle fahren, fahre ich den lieber als den HSV. Nein, nur du! Sagt du wolltest ein schlechteres. Sag derjenige, der eigentlich grundsätzlich Probleme bei langsamen Fahrzeugen hat, ne? Oh, in der letzten Zeit ging es ja auf einmal. Wie sind denn mein Fahrzeug die ganze Zeit? Boah, Leute, mach den. Boah, 40. Kommt auch nicht ran, ne? Warum willst du nicht mal in die Richtung? Okay, jetzt sehe ich auch keinen mehr auf der Karte. Unglaublich, ich glaub, dass wir das nicht. Ach, drehen wir uns nochmal um. Ach, jetzt sogar um. Ach, jetzt sogar um 720 Grad. Was machst du? Bonuspunkte. Das ist aber schnell ausgemessen. Ja, das waren zwei Dreher. Ja, vielleicht kann man mitzählen. Das. Ja. Ja, aber vielleicht sollte es das nochmal genauer sein. War es 175 Grad oder wie viel war das? Oh, aber wenn er sich dreimal komplett dreht, wenn er sich zweimal komplett dreht, ja, dann sind das keine 270 Grad. Nee. Ja, 720. Achso, 720, ja, das ist aber hat er ja gemacht, lassen wir ja das mal. Ja, aber vielleicht waren es auch 745, das kannst du jetzt nicht sagen. Nee, ja, dann hätte er ja gar nicht raus weitergefahren. Eben. Achso, ja, gut. Das stimmt. Ja, aber jetzt auf einmal! Aber vielleicht waren es da 722. Irgendwie gehen diese 7 Runden, wenn man ein anständiges Auto hat, relativ schnell rum. Ja, und halt eben die kürzeste Strecke. Ja. Ja, ich glaube, das ist nicht der einzige Grund. Die Stimme so: Das ist deine letzte Runde! Danke, das ist mir auch klar. Oh, ja, stimmt. Hä? Ich hab überhaupt keinen Sound, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Der meine hat sich auch stumm gehalten. Der möchte nicht mehr mit mir reden. Och man, oder ich hab's jetzt mitbekommen. Jetzt sind sogar nur 180. Und dabei habe ich diesmal an der Stelle sogar mal gebremst. Und deswegen waren es nur 180 Grad Drehung. Ja, ja, das reicht nicht, da musst du noch 180 dranhängen. 720 versus 180, ne? Es ist weniger geworden. Ja, ja, aber weniger. Ich hab dabei gebremst, also. Ja, entweder fest, ganz auf 0 oder auf 360, aber 180 ist scheiße. Ja, das ist nicht so gut, ne. Und es war immer ein und dieselbe Stelle, muss man dazu sagen. Ja, dann müsstest du bei der Stelle was ändern. Kirche, Jonathan, dann rat's mal, warum ich gebremst habe. Kein Wunder, alles gute Fahrer. Kein Wunder, dass die alle vor mir waren. Ja, auf den schlechtesten wartet ihr alle noch. Ah, der Tomatensalat ist jetzt eingetrudelt. Da habt ihr schon Picknick aufgestellt? Was haben wir aufgestellt? Im Schnee? Ja, Picknick. Gib Tomaten. Gib Tomaten. Aber Schnee ist bei uns, also bei mir zumindest nicht. Bei mir ist auch Schnee. Echt? Okay. Aber anderer Schnee als bei Dennis und Steven. Ja. Vielleicht im Koksland oder was? Nein, ich habe eine andere Schneestrecke als die beiden. Im Koksland, ey. Ist klar. Oh Mann, so, jetzt fahren wir Wein-Country, dann kann man sich auch mal einen Wein einschütten, ne? Boah. Da bist du aber Erster, glaube ich. Wenn du das machst, dann lass das lieber bleiben. Warum? Jeder genehmigt sich eine Flasche, vielleicht sind wir alle dann besser. Eine Flasche? Da war klar. Eine Flasche für die letzten drei Runden, mal eben kurz einmal eben eine Flasche auf Ex trinken. Da war, auch, da war auch noch kein Rekord aufgestellt in ASAC. What the fuck, ey? Oh, ich hab einen Rekord. Okay. So, was haben wir jetzt? Handy sagt mir an. Prosit. Ach, Wein-Country tatsächlich nochmal, ja. Stimmt, hast du ja gerade gesagt. So, Wein-Country. Darauf wartest du mir den ganzen Tag schon. Rückwärts gespiegelt. Drei Runden habt ihr angesagt und das mit war dem wieder. Diablo. Und wieder mit diesem komischen Diablo. Aber hey, Jonas, ja? Es ist gespiegelt. Vorsicht. Nein! Och nö. Och doch! Aber hier sollte der angenehmer zu fahren sein. Nochmal den Lamborghini Diablo. Ja. Was fahre ich denn dann mal? In Rot. In Rot. Auf der grünen Strecke fällt Rot gut auf.
Ach, die hast du grün gelassen. bin ich schon, ja. No. Guten Morgen, Dennis. Ja, guten Morgen, Anzeige des Spiels. Naja, das hat er eben gerade auch erst angezeigt, dass Liruti gewählt hat, als er gefragt hat bei mir. Ja, die Zahl oben, die ist viel schneller. Ja, die ist hilfreich, ja. Wartet. Wer war der Gelbe? Ecke! Zu spät rausgezogen. Spät raus, ja. Dachte, heute ist nicht so ganz mein Tag, aber ist egal. Das ist aber auch ein sehr spannender Hauptsache heute. Also, da ist ja so viel passiert heute hier. Ganz super anstrengend und passiert viel Scheiße. So, also sehr spannender Tag heute. Gibt dir recht, die ganze Flüge Fahrer bekommen. Ja. Wäre mal schön, wenn mal wieder mal einer etwas schlechter mal dazustoßen wird. Und das nimmt langsam ein bisschen Überhand. Ja. Und ich kann ja auch noch mal auf Außenansicht wechseln. Ja. Also. Ja. Wir haben ja so viele gute Fahrrad oder die Sitze. Das ist richtig racing für mich, aber das habe ich mir auch immer gewünscht eigentlich, weil es war dann auch irgendwann, ja. Ja, nur dann fallen Tomate und ich am meisten gerne mal raus. Jetzt kann ich noch wirklich einen guten Fahrer. Weil es war ja wirklich so, 2018 ist ich grundsätzlich davon gefahren bin und jetzt hat man wirklich richtig schön Racing. Das ist halt schön. Gott, ihr bremst, Feiglinge. Ah, was ist jetzt los? Das ist das Eingangrennen, ne? Das ist konstant vierter Gang und fertig. Echt? Komm so. Und manchmal auch noch von der Kurve. Ist alles vierter, okay? Scheint auch gut aufzugehen für dich, du fährst ja schon wieder davon. Ja, davon kann man jetzt nicht sagen. Ich finde den Abstand schon wieder viel zu groß. Hier ist man ganz kurz im Begrenzer, aber wenn du den fünften schaltet, ich will es überhaupt nichts. Ja, habe ich auch den Eindruck gehabt, dass das nichts bringen wird. Darum habe ich es eben so gelassen. Ja, mach das noch ein paar Mal und dann wird dann Schuh drauf. Ein Schuh? Ja. Was soll ich mit einem Schuh? Weiß ich nicht. Dann wartest du, bis der zweite Schuh draus wird. Dann hast du ein paar. Machst du zwei Feder, werden da zwei Schuhe draus. Ist doch interessant. Ja, dann hast du zwei Rennschuhe und brauchst nicht mehr mit Socken fahren. Tja, Rennschuhe habe ich mir gerade nicht. Ja, siehst du. Also, nimm die an. Vielleicht fällt ich deswegen auch ständig. Natürlich, du brauchst doch Rennschuhe, wenn du mit Tastatur unterwegs bist, oder? Tastatur musst du doch wohl die Rennschuhe anziehen, hallo? Ich stell mir das gerade vor, zum Meter sitzt da so mit Gummistiefeln. Ja, die Schuhe dem Wetter anpassen. In-game oder dem echten? Ja, in-game. Sowohl als auch. Ja, sowohl als auch ist eine gute Idee. Und wenn es draußen... Und wenn draußen die Sonne scheint und im Spiel regnet, so ja, schwierig. Ja, dann musst du eine Regenjacke anziehen. Und eine Sonnenbrille. Dann werde ich den Kurs schon mal vertrauen und fahre alles im vierten. Nee, das stimmt nicht. Also ich habe es bisher gemacht. Fahr doch mal im fünften, vielleicht bist du dann schneller, Dennis. Nee, den lassen wir mal lieber bleiben. Also irgendwie hängt mir der Draht richtig heftig am Arsch. Na Ecke, ich bin halt immer noch nicht vorbei, weil jetzt habe ich auch nicht die Sehtomit. Boah, Ecke, komm halt echt nicht klar. Gut, wenn man da nicht so rutscht, geht das tatsächlich nicht viel. Du hast recht, Kirsch. Ja, das war ein sehr spannender Mini. Ja, ich bin auch hochgehüpft. Jetzt frage ich mich gerade, ist es auch noch flat? Bin ich irgendwo vom Gas gegangen? Ich glaube nicht, oder? Das
jetzt alles Vollgas gefahren, oder was? Oder auf 8, aber ich glaube, ich schnell ich mal auf 8. Boah, hier ging gerade kein Vollgas. Doch, oh, definitiv geht da Vollgas. Ja, aber nicht mit meiner Linie. Die Linie, die vor die Wand führt, geht auch mit Vollgas. Die ist nur nicht schnell. Ja, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Scheiße. Ja, die Linie ging bei dir jetzt nicht voll. Ja, nicht so ganz. Aber hat nicht so weh getan zum Glück. Ja, aber jetzt kannst du schon mal so richtig schön Unfall für mich machen. Nö. Mit dem Schuh draus. Mhm. Ich hab schon einen Schuh, das reicht erst. Der Netcode hat aber gesagt, du hast dran gemacht. Das Hölle. Aha. Diesmal war es nicht nur der Netcode, sondern die Realität. Wo sind jetzt meine zwei Schuhe? Wo fällt Peter überhaupt gleich? Ja, die Abkürzung. Ja, die kannst du dann später selber von Deichmann kaufen. Oh, gibt's umsonst oder sowas? Da fragst du nach Rennschuhe bei Deichmann. Darf Deichmann denn derzeit aufhaben? Weißt du, du musst da einbrechen sonst. Kann man doch auch online kaufen, bestimmt. Nein! Das ist, weil du die Abkürzung fährst, Tomete. Nee, ich glaube, daran liegt das nicht. Doch, daran lag es. Du verlierst zu viel Speed dabei, weil du beim Rauskommen. Das ist doch jetzt eigentlich spannend, ne? Wenn man jetzt, wenn man jetzt irgendwo einbricht, wirst du gleich doppelt bestraft. Ne? Einmal wegen dem Einbruch an sich und einmal wegen Corona. Nicht dran gehalten. Wieso brechen sie in einen Laden ein, wo sie irgendwo nicht aufhaben? Was soll denn die Scheiße? Genau, Corona und Lockdown, was ist denn das? Jetzt habe ich eine freie Fahrt, das mag ich am liebsten. Aber ein Vorteil hat es, das heißt, wenn er eine wenn er irgendwas umhat, hat er trotzdem eine Maske um ihr habt wenigstens. Stimmt. Wenn er erkannt werden will. Stimmt, die Corona-Maske hat er getragen. Da können sie schon mal nichts Er darf ja entweder nur noch OP-Masken oder FFP2-Masken, mehr ja nicht. Ah, gut. Weil Stoffmasken und Baumwollmasken sind dann immer. Ja, jetzt nehme ich da den Stein mit. Oh, Gott sei Dank. Alter, was ist denn heute los hier? Und der Jump war diesmal besser. Wesentlich besser. Ich bin mir inzwischen sicher. Ist echt vierter Gang, einfach nur flat. Nichts machen. So, wenn ich ganz viel Glück habe, kriege ich Ravage auch noch. Ja. Aber das. Ja, es geht tatsächlich alles im vierten. Das ist cool. Das macht das wirklich einfach. Ja, und die ganze Zeit Vollgas. Nicht bremsen, nicht Handbremsen, nicht gar nichts. Ja, gut, lenken. Na, die eine Kurve geht ganz, ganz kurz vom Gas und kommt dann ein bisschen besser rum. Crash lieber, wird ein Schuh draus. Ja, hat ja auch einen, meinst du? Hab ich hinter der Ziegenhütte gemacht. Ach so. Du bist gar nicht in den Baum gefahren. Und nur, dass es ja keinen gibt, ist keine Ausrede. Ja. Na gut, man hätte links in die Mauer reinfahren können bei näherer Betrachtung. Ach, warum sagst du Mauer? Oh mein Gott! Stevie, nur weil du das Wort Mauer hörst, musst du nicht gleich gegenfahren. Oh, was schon wieder gehört? Oh mein Gott. Was? Da bin ich froh, dass ich das mit Jonas noch geschafft habe hier. Jonas Rennen ist ja gar nicht gelaufen hier. Nö, heute nicht. Na, sparst du den ganzen Skill für nichts, das bis hier auf, wa? Ja, ja. Du bist Zweiter. 107. Was ist hier los? Wow, ich war besser als Kirsch in der Rundenzeit. Das hab ich schon gesehen, ja. Yeah! Aber meine Trainingszeit war auch deutlich besser. Was war die? 2:23:66. Ach, leck mich doch am Arsch. Das kann ja wohl nicht sein jetzt. Kann ja wohl doch sein, so irgendwie. So, das war's, ne? Das war's dann. Ja.